So, für alle, die das jetzt schon sehen, ihr seid richtig. Wir haben noch circa 10 Minuten Zeit. Das heißt, holt euch gerne noch einen Kaffee, einen Tee. Und am besten auch ein, ja, Zettel oder einen Stift, dass ihr gleich bei dem wichtigsten Thema meiner Meinung nach im Vermögensaufbau mitschreiben könnt, euch die wichtigsten Dinge merkt. Der Kurs ist zwar, also der Workshop ist 24 Stunden verfügbar, aber trotzdem. Aber am Ende weiß man nicht mehr, wo jetzt was passiert ist und was das Wichtige war. Genau. So, ich habe jetzt schon mal die ersten reingelassen. Bitte lasst erstmal euer Mikrofon aus, aber ihr könnt gerne die Videos anschalten. Michael, falls du schon dabei bist, die haben ein paar keine richtigen Namen angegeben, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob du schon mit dabei bist. Dann ändere mal bitte deinen Namen. Ja. So, wir sind jetzt nicht nur auf YouTube live, sondern auch in der Akademie und auch im Blog. Sehr schön. Super, ich bin jetzt schon bereits online und in 5 Minuten geht es ja los. Hast du den Link?
Könnt ihr mal ganz kurz in den Chat rein tippen, ob ihr mich hört und ob das einigermaßen flüssig ist, was ihr hört? Weil das Internet hat heute gesagt, wir möchten nicht. Aber ich habe natürlich mein Smartphone-Vertrag hier. Okay, wir hören dich sehr schön. Danke. Genau, und ich muss sagen, das ist relativ stabil. Ah, hallo Michael. Da bist du. Dann werde ich auch mal mein Bild aufmachen. Also wir sind noch 5 Minuten vor der Zeit, aber du kannst ruhig schon dein Mikro aufmachen. Werden die anderen bitte das noch zulassen? Sehr schön. Okay. Ah, ich höre dich sehr gut. Sehr Gut. gut. Ich hoffe, der Ton ist gut. Ja, mega. Und ist das deine Deckenlampe oder ist das nur ein Bild? Im Hintergrund, das Ja. ist meine Kanzlei in Deutschland, aber ich bin ja zurzeit in Portugal. Ah, okay. Ja, krass. Sieht echt, echt Genau. gut aus. Sieht aus wie so ein Ja. kleiner Heiligerschein. Jo, genau. Da Mega. ist ein ganz netter Hintergrund. Vielleicht kannst du die Kamera noch ein Stück kippen, dass du ein bisschen mehr in der Mitte bist, weil zurzeit ist so ein bisschen unten abgeschnitten. Also ein Ja. bisschen höher kommst quasi. Ja, perfekt. So, Jetzt perfekt. ist es angenehm. Sehr Jetzt schön. sieht man mich gut. Wie geht's dir? Wie läuft es in Portugal? Sehr schön. Jo, Habt ihr euch ganz eingelebt? gut. Portugal ist toll, weil Portugal ist ja relativ entspannt, was die Ja. ganzen Regelungen betrifft. Und ich glaube, da kann es einen aktuell in der Welt schlechter treffen, weil es wird jetzt doch nochmal ein sehr scharfer Winter. Und Ach ja, weißt du mehr als ich? naja, also Deutschland verschärft wöchentlich. Also ich glaube, der Dezember wird nochmal anstrengender als der November. Absolut. Und gerade so im Süden von Absolut. Portugal, da ist es leben halt nicht viele Menschen da, das hat immer einen Vorteil. Das ist Und so Faro, die Ecke, oder was ist das? genau, bei Portimão sind wir. Und Geil. das Wetter ist angenehm. Wir können uns nicht beschweren, glaube ich. Wusstest du eigentlich, dass ich mir das hier, das habe ich mir da unten eingefangen. Da habe ich nämlich Peggy kennengelernt, da unten. Okay, An an der Algarve, ja, cool. der Algarve, ja. Ja, das ist doch cool. Ja, ist hängen geblieben, genau. Ja, sehr schön. Also, deine Sachen sind durchgekommen. Ich habe es nochmal schnell eingefügt. Das heißt, ist alles soweit vorbereitet. Und kurz zum Ablauf, ich werde dich gleich kurz ankündigen, werde noch ein bisschen technische Sachen sagen und dann würde ich dir erstmal das Feld überlassen. Ich weiß nicht, hast du eine Genau. Präsentation vorbereitet oder sowas? Ich habe was dabei und ich würde an meinen Bildschirm teilnehmen. Sehr gut, kannst du auch machen. Und genau, ich werde im Hintergrund dann so ein bisschen die ganzen Fragen sammeln und das machen wir dann anschließend. Genau. Sehr schön. Perfekt. Ja, So, Samstagmorgen in und Deutschland. Ich glaube, es gibt nichts Besseres als bei dem schlechten Wetter. Ich glaube, es ist gerade kalt und nebelig, sich was über Steuern anzuhören. ist das so? Ganz ehrlich, wir hatten gestern einen Workshop von Udo Heinmann. Kennst du den? Ja, ich kenne ihn. Wow, also richtig, richtig gut. Und wirklich bis zum Schluss ganz viele Leute drin gewesen. Bei YouTube eines der stärksten Videos. Also Steuern sind sehr spannend zurzeit. Sehr, sehr spannend. Ja, es wird so seit ein, zwei Jahren so ein bisschen gehypt. Kommt so ein bisschen Ja. aus der langweiligen, konservativen Ecke raus, das stimmt. Absolut. Genau. Okay, also wir haben es jetzt 17 Uhr. Das bedeutet, ich würde jetzt den Workshop starten. Ganz kurz erstmal, also erstmal herzlich willkommen und danke, Michael, dass du dir die Zeit nimmst. Ich stelle dich natürlich gleich gebührend vor, aber nochmal für alle, die jetzt mit bei Zoom drin sind und auch alle, die gleich mit reinkommen, bitte lasst erstmal eure Mikrofone aus und schreibt die Kommentare in die ja, Kommentarleiste, also in den Chat rein. Das gilt auch für YouTube. Ich werde mir YouTube und Zoom ansehen. Ich habe festgestellt, dass in den anderen beiden Plattformen nicht so viel passiert. Deswegen schließe ich die dann lieber. Und genau, am Ende, also ich sammle die so ein bisschen und am Ende machen wir dann eine kleine FAQ.
Das heißt also, ihr könnt alle gern mit reinkommen, eure Kamera später anstellen und könnt ihr Michael natürlich selbst eure Fragen stellen. Und wenn das nicht geht, ist auch nicht schlimm, dann stelle ich die gern für euch, nur dass ihr Bescheid wisst. Genau, nochmal ganz kurz der Hinweis, ich vergesse es jedes Mal. Das Ganze findet ja hier in der Geldheldenakademie statt. Ihr könnt jetzt bis zum 29.11. noch dort 30 Tage lang das Ganze kostenlos testen. Ihr findet dort unter anderem die 50 Workshops, auch den von heute, und inzwischen über 16 Online-Kurse. Denn der ein oder andere Speaker hat tatsächlich im Nachhinein noch einen Online-Kurs gespendet. Und das Besondere bei uns ist halt, dass wir nicht nur Videos abspielen, sondern wir machen richtige Challenge will ich es nicht nennen, aber Umsetzungskurse, so 12-Wochen-Programme, 8-Wochen-Programme, wo wir eben gemeinsam in der Geldheldenakademie Pro die Dinge einfach umsetzen. Genau, das dazu. Ansonsten noch eine Sache, das habe ich die ganze Zeit auch nicht erwähnt. Es gibt ganz viele von euch, die mögen kein Abo. Ich verstehe gar nicht warum, aber ich gehöre dazu. Ich mag auch keine Abos. Und deswegen gibt es genau jetzt auch noch bis zum 29.11. die Möglichkeit, für einen Einmalbetrag diesen Zugang dauerhaft zu kaufen. Also kein Abo, Einmalbetrag und ihr seid dauerhaft Lifetime drin. Genau, das dazu. Ansonsten, dieser Workshop, das ist noch ein kurzer Hinweis, ist 24 Stunden verfügbar in dem kostenlosen Bereich, also ganz normal in der Akademie. Auch bei YouTube bleibt er 24 Stunden stehen. Danach geht er nicht weg, der ist nicht gelöscht oder sowas, sondern der rutscht rüber in den Pro-Bereich. Und wie gesagt, wenn ihr in dieser Zeit jetzt hier das kostenlos testet, könntet ihr, falls ihr das jetzt hier verpasst oder einen der anderen verpasst habt, könnt ihr den euch dann da nochmal ansehen. Wenn ihr das aber nur deswegen macht, dann vergesst nicht rechtzeitig wieder bei Digistore 24 zu kündigen. So, sehr schön. Das zum Vorgeplänkel. Ich würde sagen, wir starten in das Thema Steuern. Heute schon zum zweiten Mal, denn gestern hatten wir auch bereits das Thema und wir haben uns schon gerade vorher unterhalten. Das ist scheinbar wirklich eines der Top-Themen zurzeit, weil viele Menschen gemerkt haben, dass bei Steuern enorm große Summen verloren gehen oder vielleicht einfach nur in den Taschen von anderen landen. Und gerade wenn man Vermögen aufbauen will, ist ja gerade der Start sehr, sehr wichtig. Und das Thema Sparen haben wir ja heute auch noch. Das heißt also, wenn du nichts hast, mit dem du anfangen kannst, ein Vermögen aufzubauen, dann wird es sehr, sehr schwer, dieses Vermögen aufzubauen. Deswegen haben wir Michael Wohlfahrt eingeladen und wir werden heute über seinen Workshop erfahren, was der Mythos Steuern sparen, was es damit auf sich hat, und zwar, was der effektivste Hebel, um weniger als 15% Steuern zu zahlen ist. Und ja, ganz kurz zu Michael, er ist Partner der KW Partners Steuerberatungsgesellschaft MBH in Bonn und hat über 10 Jahre Erfahrung in der ganzheitlichen Steuer- und Unternehmensberatung kleiner und mittlerer Unternehmen mit Schwerpunkt im internationalen Steuerrecht. Da gibt es, ich glaube, nur sehr, sehr wenige, die das so haben. Seine Spezialisierung ist die rechtssichere Auswanderung für Unternehmer, der effektivste Hebel, um nachhaltig Steuern zu sparen. Außerdem ist er Autor und Steuerblogger bei Easy Digitex, die Plattform, mit der Unternehmer einfach das notwendige Steuerwissen aufbauen und umsetzen können und selbstbestimmt die richtigen unternehmerischen Entscheidungen zu treffen und nachhaltig Steuern zu sparen. Das ist ja heute das Hauptthema. Genau, wenn du dir den Workshop jetzt bis zum Ende ansiehst, dann hast du dich vielleicht schon mal gefragt, wie viel Steuern du in den letzten 10 Jahren oder vielleicht sogar in deinem ganzen Leben gezahlt hast. Und vielleicht willst du ja wissen, welche die angesagtesten Steuersparmodelle in Deutschland sind und ob sie wirklich funktionieren. Und da kann ich mal ganz kurz aus meiner eigenen Erfahrung was sagen. Ich hatte das mir irgendwann mal ausgerechnet. Das ist schon 6, 7 Jahre her, keine Ahnung. Und bin auf eine Summe, bei einer Summe von 1 Million Euro Steuern, die ich schon persönlich gezahlt habe, mit meinem Unternehmen zusammen, habe ich aufgehört zu rechnen. Weil das war mir einfach ein Betrag, der mir zu hoch war. Und an dem Tag wusste ich, ich muss mich um dieses Thema kümmern, auf jeden Fall. Also, willst du lernen, warum eine Auswanderung der effektivste Hebel zum Steuersparen und Vermögensaufbau ist und ob eine Auswanderung für dich finanziell wirklich Sinn macht? Willst du die 7 einfachen Schritte zu einer rechtssicheren Auswanderung kennenlernen
und damit nachhaltig 5- bis 6-stellige Steuern sparen können, dann bist du hier genau richtig. Und ich übergebe jetzt an dich, Michael. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und Bühne frei für dich. Ja, sehr gut. Vielen Dank, Marco. Dann starte ich direkt damit, meinen Bildschirm zu teilen und dann schauen wir mal, dass wir das technisch auch alles hinbekommen. So, ihr müsstet jetzt meinen Vortrag sehen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Wir sind im Vortrag. Perfekt. So, dann ziehe ich die Leiste hier rüber. Ja, dann legen wir los. Marco hat mich ja schon wunderbar angekündigt. Deswegen brauchen wir das nicht mehr so aufwendig zu haben. Wie gesagt, bleibt gerne alle dran. Ich denke mal, dass wir so in 40, 45 Minuten durch sind. Und stellt dann gerne hinten raus wirklich alle Fragen, die ihr habt. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, waren wir 1,5 Stunden zusammen, weil ich eben geschaut habe, wirklich alles zu beantworten. Und ja, ich bin auch einfach mal gespannt, wo ihr so steht, was ihr so vorhabt und wie ihr euch steuerlich aufstellen wollt. Und fange jetzt direkt mal an. Also, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Wie gesagt, es geht heute in dem Themenbereich internationales Steuerrecht, also schon sehr speziell. Und wir schauen uns den Mythos Steuern sparen an. Es ist gerade eben viel in der Presse, gerade diese 15% werden eben vielfach genannt. Und da will ich einfach jetzt am Anfang so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, euch aber dann auch zeigen, was eben dieser effektivste Hebel ist, um weniger als 15% Steuern zu zahlen. Ja, und Spoiler-Alarm steht ja sowieso schon da. Es ist die rechtssichere Auswanderung als Unternehmer. Und der große, große Vorteil dabei ist, dass du dafür eben keine aufwendigen Konstrukte mit vielen Gesellschaften brauchst, dass es in der Regel eben auch für kleine und mittlere Unternehmer leicht umsetzbar ist und finanziell hoch, hoch attraktiv ist. Aber, und das ist wirklich so, du musst dafür auswandern. Es reichen auch schon 3 bis 5 Jahre, um dabei eben erheblich Steuern zu sparen und Vermögen aufzubauen. Aber du musst dir wirklich die Entscheidung treffen, einen klaren Cut ziehen und eben aus Deutschland raus. Es ist zwar auch möglich, mit einem deutschen Wohnsitz ein Konstrukt im Ausland aufzubauen und darüber Steuern zu sparen, aber dafür brauchst du vernünftige Substanz im Ausland, dafür brauchst du Mitarbeiter im Ausland und das ist entsprechend sehr teuer und deswegen für kleine und mittlere Unternehmer kaum möglich. Und das ist gerade die Ungleichheit, die wir eben in Deutschland haben. Wir haben ganz, ganz viele Steuergesetze und der Gesetzgeber versucht damit eben das Ganze fair auszugestalten und das Ergebnis ist aber, dass es total unfair ist und total ungleich ist, weil Großkonzerne und auch Mittelständler, die können eben solche Konstrukte im Ausland nutzen, die können auch Konstrukte in Deutschland nutzen, die aber sehr aufwendig, sehr teuer und sehr beratungsintensiv sind. Und die kleinen und mittleren Unternehmer, die haben da schlicht keinen Zugang dazu, aber sie sind in der Regel, gerade wenn wir jetzt eben von digitalen Online-Unternehmern reden, absolut flexibel. Und da kann man eben dann auch sagen, ja, ob ich jetzt in Deutschland bin oder ob ich nur ein paar Monate im Jahr in Deutschland bin und den Rest des Jahres im Ausland und mein Unternehmen dann eben vom Ausland aus betreibe, diese Flexibilität haben eben dann meistens doch wiederum nur die kleinen und mittleren Unternehmen und nicht die großen Konzerne. Und deswegen sind wir in der Situation, dass wir seit 3 bis 5 Jahren auch als kleine und mittlere Unternehmer signifikant Steuern sparen können. Aber dann lasst uns erstmal anschauen, dieser Mythos Steuern sparen. Es ist seit 2, 3 Jahren stark in der Presse. Es gibt immer mehr Angebote. Es wird sehr kontrovers diskutiert, gerade auch zwischen Steuerberatern. Sicherlich auch viel Neid dabei, muss man schon sagen. Aber man muss sich das natürlich auch mal realistisch anschauen. Und deswegen mal als Eingangsfrage, der Marco hat schon darauf hingewiesen, hast dich schon mal gefragt, wie viel Steuern du in 5, 10 Jahren oder auch deinem ganzen Leben zahlst. Und ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, bei einem durchschnittlichen Gewinn von 80.000 Euro, den man gerade als kleiner und mittlerer Unternehmer ja doch schon leicht erzielen kann, zahlst du schon 26.000 Euro Steuern pro Jahr. Das sind nach 5 Jahren 130.000 Euro und nach 10 Jahren 260.000 Euro. Ich rede jetzt hier nur von Ertragssteuern. Und wenn dein Gewinn sich verdoppelt, ist es in der Regel so, dass sich deine Steuerlast verdreifacht. Also das ist auch wirklich, umso erfolgreicher du bist, umso höher wird deine Steuerlast. Und jetzt stell dir einfach vor, wenn du diese Steuerlast um 50% reduzieren könntest, wie viel mehr kannst du dann in deinen Vermögensaufbau stecken? Also du kannst jetzt wirklich schon mal hingehen und dir überlegen, was verdiene ich aktuell, was will ich mal vielleicht verdienen, was zahle ich an Steuern und dann eben auch schon mal grob schauen, wie viel kann man da eben über eine Auswanderung sparen und wie viel kann man in Vermögensaufbau stecken. Und das kannst du eben ändern. Aber da stellt sich für mich halt immer die Frage, funktionieren die derzeit angesagten Steuersparmodelle wirklich? Sicherlich Themen wie eine Stiftung oder eine atypisch stille Gesellschaft, das funktioniert, ist aber hochkomplex
Und ist auch wirklich aufwendig in der Umsetzung. Also da sollte man schon höhere sechsstellige Gewinne erzielen. Und ganz wichtig, es hat auch nur einen begrenzten Effekt. Also du ersparst damit keine 50% Steuern, du sparst einen gewissen Anteil an Steuern. Und deswegen ist halt der andere Punkt ist, dass die meisten Steuersparhacks, die ja zurzeit sehr vielfach an vielen Stellen ebenso dargestellt werden, in der Regel nur zu einer Steuerverschiebung in die Zukunft und zu keiner Steuersparnis führen. Beliebt derzeit die GmbH inklusive mit einer Holding. Es ist richtig, dass du dann Dividenden steuerfrei ausschütten kannst, aber nur auf einer Zwischenebene. Es ist richtig, dass du bei einer Holding nur 15% Steuern zahlen musst, aber nur auf einer Zwischenebene. Du hast vorher schon 30% Steuern gezahlt, um das Geld hinzukriegen. Du zahlst nochmal 28%, um es rauszukriegen. Also das ist immer, muss man das immer ganzheitlich betrachten. Und auch so Themen wie Investitionsabzugsbetrag, vielleicht kombiniert mit einer Photovoltaikanlage, Rückstellungen für diverseste Sachen. Es ist in der Regel alles eine Steuerverschiebung. Und ja, das hat alles seine Legitimation, weil du dann für einen gewissen Zeitraum mehr Eigenkapital hast, dass du auch sinnvoll investieren kannst. Du hast einen Zinseszinseffekt, aber es ist in der Regel nur eine Steuerverschiebung in die Zukunft. Irgendwann musst du die Steuern immer zahlen. Und es gibt vielleicht auch ein paar Konstrukte, wo man tatsächlich die Steuerlast reduzieren kann. Aber umso mehr Steuern du sparen kannst, da ist eigentlich die Grundregel, umso aufwendiger und kostspieliger ist es. Und deswegen sollte man sich dabei immer die Frage stellen, wie viel Zeit muss ich dafür jetzt persönlich investieren? Und man muss auch bereit sein, in den Steuerberater zu investieren, damit das Ganze möglich ist. Und dann ist eine gewisse Steuersparnis sicherlich möglich, aber nicht auf unter 15%. Und du musst genau abwägen, wie viel von deiner persönlichen Zeit du da jetzt investieren musst, um das alles zu dokumentieren, um das umzusetzen, um zu den Anwälten, zu den Steuerberatern zu gehen, was es dich kostet und wie viel Steuern kannst du da jetzt dann wirklich mitsparen. Und deswegen schauen wir uns jetzt in meinem Vortrag mal an, wie es auch anders geht. Was wirst du in meinem Vortrag lernen? Wann eine Auswanderung steuerlich und finanziell eben Sinn macht? Also das ist eben auch immer ein wichtiger Aspekt, dass man da einfach nicht blind drauf losläuft, sondern wirklich schaut, wie viel Steuern kann ich damit tatsächlich sparen. Wie du deine Steuerpflicht eben mit in Deutschland rechtssicher beendest und dein Welteinkommen nicht mehr bis zu 51,52% versteuern musst, sondern eben leicht auf unter 15% reduzieren kannst. Welche steuerlichen Regelungen du bei der Auswanderung beachten musst und wie du unnötige Wegzugsteuern vermeidest. Weil leicht macht es der deutsche Fiskus einem nicht, gerade wenn man schon relativ erfolgreich ist, Deutschland zu verlassen. Und diese Wegzugssteuern, die gelten eben für jeden Unternehmer, egal welche Rechtsform. Privatpersonen haben es in der Regel ein bisschen einfacher. Da gibt es auch noch ein paar Kniffe zu beachten. Gehen wir in dem Vortrag auch ein bisschen drauf ein. Fokus ist aber Unternehmer. Und vor allem, was du zu deinem Wohnsitz und Unternehmen im Ausland beachten musst. Also, was ist ein optimales Setup im Ausland? Ich habe auch ein paar Länder mitgebracht als Beispiele, wo wir nur ganz grob mal einen Überblick bekommen, welche Länder sind rein steuerlich betrachtet derzeit sehr attraktiv. Ja, gut, die nächste Folie. Wer bin ich und wieso kann ich dir helfen? Ich bin Michael Wohlfahrt. Marco hat mich schon sehr umfangreich vorgestellt, deswegen will ich da jetzt nur ganz schnell drüber gehen. Ich bin der Steuerberater für eine rechtssichere Auswanderung als Unternehmer und ich habe den Schritt schon getan. Ich lebe in Zypern. So, dann starten wir mal in den Inhalt rein. Schauen wir uns mal die fachlichen Themen an. Der einfachste und effektivste Hebel, um weniger als 15% Steuern zu zahlen und Vermögen aufzubauen, ist eben das Auswandern als Unternehmer. Und jetzt geht es mal wirklich darum, wann macht es steuerlich und finanziell Sinn? Bei einem Gewinn von 40.000 Euro kannst du schon bis zu 9.000 Euro Steuern sparen. Bei einem Gewinn von 80.000 Euro kannst du schon 26.000 Euro Steuern sparen. Hatte ich ja eingangs schon gezeigt. Und ganz wichtig, zwei Sachen dabei. Diese Steuersparnis kannst du jedes Jahr erzielen und es geht um deinen erwarteten Gewinn. Heißt, auch wenn du jetzt gerade noch am Anfang stehst, auch wenn du gerade eben Vermögen aufbaust, wenn du dann in der Lage bist zu investieren, dann kannst du eben, wird dein Vermögen immer mehr steigen, deine Investitionen auch in dein Unternehmen werden steigen, du wirst deinen Gewinn steigern können und mit dem höheren Gewinn ist eben auch das Steuersparpotenzial jedes Jahr höher. Und diese Steuerlast kannst du eben leicht um 2/3 reduzieren mit einem rechtssicheren Setup im Ausland. Also überleg dir jetzt einfach mal, was kannst du sparen? Was ist der Wert deiner Auswanderung? Eine Ersparnis von mehr als 80.000 Euro über 5 Jahre ist leicht möglich. Und wie gesagt, es ist eben ausreichend für 3 bis 5 Jahre auszuwandern, um dann eben schon
hohe fünf- bis auch sogar sechsstellige Beträge anzusparen und dann eben sinnvoll zu investieren. Und wir sind in der Kältehelden-Community, ihr wisst es alle, finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit. Und diese finanzielle Freiheit, die kannst du eben darüber viel schneller erreichen und kannst dir schnell mal ein paar sechsstellige Beträge ansammeln, die du dann auch über andere Wege eben sinnvoll anlegen kannst und darüber dann Vermögen ansparen kannst und dann eben auch deiner finanziellen Freiheit, deinem vielleicht auch Ruhestand oder was auch immer dein Ziel ist, viel schneller erreichst. Und dafür reichen eben auch schon ein paar Jahre im Ausland, weil man da eben diesen Weg ganz deutlich abkürzen kann. So, und was ist jetzt die Voraussetzung dafür? Es ist die rechtssichere Auswanderung. Und ich habe schon viele Unternehmer eben bei ihrer rechtssicheren Auswanderung begleitet und habe das dann Stück für Stück einfach mal so ein bisschen in ein System überführt, um einfach das Ganze ein bisschen anschaulicher zu machen. Und dann letztendlich sind wir bei 7 Schritten gelandet, die man eben alle bei seiner rechtssicheren Auswanderung beachten muss. Und diese 7 Schritte gehen wir jetzt gemeinsam durch, weil da solltest du wirklich jeden Einzelnen grob verstanden haben, um zu wissen, was da auf dich zukommt. Das Ganze dann nochmal in 3 Phasen eingeteilt, die alle ineinander greifen müssen. Deswegen das Bild über die Zahnräder. Und Schritt 1 bis 3, da geht es darum, dass du eben wirklich keine Steuern mehr in Deutschland zahlen musst. Was musst du alles beachten, um deine Steuerpflicht in Deutschland rechtssicher zu beenden? Schritt 4 bis 6, in der zweiten Phase geht es eben um diesen Transformationsprozess aus Deutschland raus ins Ausland, dass eben darauf achtest, dass du eben die Wegzugsteuern, die eventuell anfallen könnten, maximal minimierst und deine Vermögen, dein Unternehmen unbesorgt ins Ausland verlagern kannst. Und der Schritt 7, das ist das steueroptimale Setup im Ausland. Das ist natürlich dann sehr individuell und je nachdem, was da auch dein Land als Zielland sein kann, aber es gibt da eben auch noch ein paar Fallstricke in Deutschland zu beachten, die man kennen sollte und die man eben auch leicht umgehen kann. Gut, dann starten wir direkt rein in Schritt 1. Keine Steuern mehr in Deutschland zahlen, die Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht. Und da geht es eben um deinen Wohnsitz, um deinen gewöhnlichen Aufenthalt und um deinen Lebensmittelpunkt. Und das ist der wichtigste Schritt, damit deine Auswanderung auch steuerlich Sinn macht. Weil es bringt dir nichts, wenn du weiterhin unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland bleibst und dann weiterhin eine Steuererklärung abgeben musst. In Einzelfällen kann man darüber auch ein paar Euro Steuern sparen, aber es ist einfach wahnsinnig aufwendig. Und deswegen ist das quasi die Ausgangssituation, die passen muss, damit man eben diesen Weg gehen kann. Was ist jetzt darunter zu verstehen, dass du deinen Wohnsitz aufgibst? Die unbeschränkte Steuerpflicht knüpft grundsätzlich an deinen Wohnsitz und an deinen gewöhnlichen Aufenthalt. Der Wohnsitz ist eben deine Wohnung, wo du vielleicht auch gerade lebst und das setzt eben voraus, dass eine Wohnung vorhanden ist, dass du diese Wohnung innehast, also Verfügungsmacht darüber verfügst. Und das ist das wichtigste Kriterium beim Thema Wohnsitz. Also du kannst zum Beispiel nicht einfach deine Wohnung in Deutschland behalten, auch wenn du sie nur noch ein paar Wochen im Jahr benutzt, sondern du musst sie entweder verkaufen, den Mietvertrag kündigen, untervermieten, vermieten und zwar langfristig. Und langfristig heißt größer als 6 Monate, damit dir diese Wohnung eben nicht beliebig zur Verfügung stehen kann. Und wenn, falls du einen Lebenspartner hast, falls du verheiratet bist, dann musst du ja auch mit. Und das dritte Kriterium ist Beibehalten und Nutzen der Wohnung. Das ist auch wieder ein sehr weiches Kriterium. Das sind keine hohen Anforderungen, also keine Mindestanzahl. Es gibt auch Fälle, wo du nur 3 bis 4 Tage im Jahr in Deutschland oder wo der Steuerpflichtige nur 3 bis 4 Jahre in Deutschland war und eine Wohnung eben hatte und das dem deutschen Fiskus ausgereicht hat, um den unbeschränkt steuerpflichtig zu machen und sich alle Steuern von ihm zu holen. Und da das ganz klassische Beispiel ist Boris Becker. Seine Schwester hatte noch eine Wohnung in München. Er hatte den Schlüssel dazu. Letztendlich hat sie wahrscheinlich die Wohnung nur für ihn angemietet, damit er da noch seinen Wohnsitz hatte, seine Wohnung in Deutschland hatte. Er hatte Verfügungsmacht und das Finanzamt hat es rausbekommen und hat dazu geführt, dass er eben unbeschränkt steuerpflichtig blieb, obwohl er eigentlich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt in Monaco gelebt hat. Deswegen ist in dem Sinne die Empfehlung ganz klar. Natürlich darfst du nach Deutschland kommen für die Besuche, aber bei deinen Übernachtungen in Deutschland, die sollten immer ausgestaltet sein wie Hotelbesuche. Ob du jetzt bei Familie, Freunde unterkommst oder in einem Airbnb oder tatsächlich in einem Hotel, wirklich immer ausgestaltet wie Hotelbesuche. Alle privaten Sachen mitnehmen für die Zeit, wo du da bist, einen Schlüssel haben. Und wenn du wieder gehst, alle privaten Sachen wieder mit wegnehmen und den Schlüssel da lassen, dann hast du keine Verfügungsmacht über eine Wohnung, dann steht dir da keine Wohnung zur Verfügung. Das zweite Kriterium ist der gewöhnliche Aufenthalt und das ist so die ganz klassische 183-Tage-Regelung. Also
Da sind zwei Kriterien so ein bisschen wichtig. Also du darfst Deutschland nicht nur vorübergehend verlassen. Nur weil du für 3 Monate nach Thailand in Urlaub fährst, heißt es noch lange nicht, dass deine Steuerpflicht in Deutschland endet. Du musst dauerhaft ausreisen und die Empfehlung ist, mindestens 13 Monate auszureisen, damit man da wirklich ein ganzes Jahr hat. Da haben wir dann auch ein Urteil, das eben bei einem Fall war, wo es mehr als 12 Monate waren. Und dann kann man wirklich sagen, für diesen Zeitraum bist du dann schon nicht mehr unbeschränkt steuerpflichtig und musst etwaige Einkünfte nicht in Deutschland besteuern. Und noch viel wichtiger ist eben die 183-Tage-Regelung. Also auch wenn du dann eben weg bist und quasi einen klaren Cut gemacht hast und nicht mehr in Deutschland bist, nicht mehr unbeschränkt steuerpflichtig bist, darfst du natürlich Deutschland besuchen, aber du musst unbedingt die 183-Tage-Regelung beachten. Das ist eine Muss-Regelung. Wenn du über 183 Tage in Deutschland bist, dann bist du auch wieder unbeschränkt steuerpflichtig. Und da gilt immer so ein rollierender 365-Tage-Zeitraum. Also du musst jetzt dir überlegen, wie viel der letzten 365 Tage war ich in Deutschland und wenn es mehr als 183 sind, dann bist du halt wieder unbeschränkt steuerpflichtig. Und da gibt es leider auch keine Ausnahmen. Zum Beispiel jetzt gerade bei Corona habe ich gerade viele Beratungsfälle, die eben ungeplant dann doch wieder mehr als 183 Tage in Deutschland sind. Aber dann ist es so, dann spricht einfach alles dafür, dass du deinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hast, dass du irgendwie doch noch so eng an Deutschland gebunden bist und wieder in die unbeschränkte Steuerpflicht rutscht. Hier ist die Empfehlung, wenn du diesen Schritt gehst und wirklich ganz auf Nummer sicher gehen willst, dass du eben vermeidest, mehr als 2 Monate am Stück in Deutschland zu sein und dazwischen immer länger ausreist, mindestens 3 Wochen, damit du am besten auch dann immer an deinen aktuellen Wohnsitz und insgesamt die Zeit in Deutschland pro Jahr auf 4 Monate begrenzt und da nicht unbedingt drüber gehst, sonst müsste man sich das in einem Einzelfall anschauen, ob dein gewöhnlicher Aufenthalt nicht doch in Deutschland anzunehmen ist. Der dritte Punkt für die unbeschränkte Steuerpflicht in Schritt 1 ist der Lebensmittelpunkt. Auch den Lebensmittelpunkt musst du ins Ausland verlagern. Der ist jetzt nicht eigenständig im deutschen Steuerrecht definiert, dient dem Finanzamt aber als Anknüpfungspunkt, um dir eben einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland zu unterstellen. Er erweitert quasi so ein bisschen den Umfang der gesetzlichen Definition. Definiert ist er als Gewichtung aller familiären, gesellschaftlichen, politischen, religiösen, sozialen und kulturellen Beziehungen. Also alles, was eine physische Anwesenheit in Deutschland erfordert, dein Sozialleben, Fitnessstudie, Haustiere, Arztbesuche, das spricht einfach irgendwie dafür, dass dein Lebensmittelpunkt noch in Deutschland ist und dann reichen eventuell eben auch mal keine feste Wohnung und nur 4 Monate in Deutschland. Aber wenn du irgendwie doch noch so arg verknüpft bist, dann unterstellt dir Deutschland doch noch eine unbeschränkte Steuerpflicht. Das zeigt sich ganz klar halt, wenn dein Ehepartner, Lebenspartner in Deutschland ist, dann unterstellt dir Deutschland darüber auch weiterhin deinen Lebensmittelpunkt in Deutschland. Und hier ist die Empfehlung, je mehr persönliche und wirtschaftliche Beziehungen du in Deutschland aufrechterhalten willst, umso mehr solltest du in einem bestimmten Ausland aufbauen, damit da eben ein deutliches Gegengewicht besteht. Ja, damit haben wir Schritt 1, Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht, geschafft. Und jetzt schauen wir uns Schritt 2, die beschränkte Steuerpflicht nach der Auswanderung an. Da geht es jetzt darum, dass du eben keine Steuern mehr in Deutschland zahlen musst. Die beschränkte Steuerpflicht steht einem Wegzug regelmäßig nicht entgegen. Sie ist aber teilweise vermeidbar und man sollte halt zumindest wissen, was habe ich denn für Einkunftsarten, die eben zukünftig eventuell nicht mehr in Deutschland steuerpflichtig sind oder doch in Deutschland steuerpflichtig sind, an was knüpft sich das? Und hier ist mal ein Beispiel, eine Anstellung bei einem Unternehmen im Ausland ohne Wohnsitz kritisch. Hatte ich auch letztes Jahr einen Mandanten, der ist in 2019 ausgewandert. Er hat dann in Estland eine OÜ gegründet, hat Gehalt von der OÜ bezogen, hatte aber noch keinen festen Wohnsitz irgendwo im Ausland, war ein paar Wochen in Deutschland und für diese paar Wochen ist eben dieses Gehalt dann beschränkt steuerpflichtig in Deutschland. Und das wäre ganz leicht vermeidbar gewesen, indem er sich entweder das Gehalt einfach zu einem späteren Zeitpunkt ausgezahlt hätte oder nicht ausgezahlt hätte über eine andere Einkunftsart, zum Beispiel Dividenden, oder aber sich einen Wohnsitz irgendwo in der Welt genommen hätte, weil ein DBA, ein Doppelbesteuerungsabkommen, hätte Deutschland das Besteuerungsrecht wieder entzogen. Also solche Sachen sollten bekannt sein, vielleicht hier auch in der Geldhelden-Community, 2 Punkte, Kryptowährungen und Aktien. Aktien ist ein super spannende, oder sind nicht beides super spannende Themen, weil es beides Themen sind, wo wir stille Reserven, Gewinne, die in diesen Werten stecken, in den Wertsteigerungen stecken, die bisher nicht versteuert sind, aus Deutschland ins Ausland verlagern können, ohne Wegzugsteuern auszulösen.
Aktien, wenn du eben vor 5 Jahren eine Aktie für 100 Euro gekauft hast, die ist jetzt 200 Euro wert und du würdest sie jetzt verkaufen, müsstest du sie in Deutschland versteuern. Wenn du auswanderst und dann im Ausland lebst, dann verliert Deutschland das Besteuerungsrecht. Dafür gibt es keine unbeschränkte und auch keine unbeschränkte Steuerpflicht, weil du hast sie beendet, und auch keine beschränkte Steuerpflicht, weil kein Anknüpfungspunkt. Wenn du Dividenden beziehst und die Firma in Deutschland ist, dann wird dafür immer eine beschränkte Steuerpflicht bestehen, eine Quellensteuer. Das kennst du aber, wenn du eventuell auch schon Dividenden von US-Aktien oder sowas beziehst. Da ist auch immer eine Quellensteuer drauf. Und bei Kryptowährungen das Gleiche. Kryptowährungen sind in der Regel ja nur innerhalb von einem Jahr steuerpflichtig, aber wenn du eben mit den Kryptos, mit dem spezifischen Krypto Einkünfte erzielst, dann verlängert sich diese Spekulationsfrist auf 10 Jahre. Heißt, es kann schon sein, dass du seit 5 Jahren eine Kryptowährung hast, die eine ordentliche Wertsteigerung hast, du in irgendeiner Art und Weise mit der auch Einkünfte erzielt hast. Heißt, wenn du die jetzt auch nach 5 Jahren noch in Deutschland verkaufen würdest, müsstest du versteuern. Wanderst du aus, besteht kein Besteuerungsrecht mehr. Also das sind so ein paar Feinheiten, wo man sich anschauen muss, was habe ich für Vermögen, was bleibt als Vermögen in Deutschland und wie gibt es da noch Anknüpfungspunkte für die beschränkte Steuerpflicht. So, und dann schauen wir uns als dritten Part noch die erweitert beschränkte Steuerpflicht an. Es ist ein Exotenthema, deswegen will ich nur schnell drüber gehen. Man sollte es aber kennen. Es ist meist nicht wirklich relevant, eben nur bei einer Auswanderung in ein sogenanntes Niedrigsteuerland, und die Auswirkungen sind vor allem halt begrenzt. Also Niedrigsteuerland ist halt jedes Land, wo die Besteuerung weniger als 2/3 wie in Deutschland ist, und auch jedes, auch wenn du nicht nirgendwo in einem festen Land wieder ansässig wirst, dann ist das auch ein Niedrigsteuerland. Thailand ist meines Wissens zum Beispiel auch ein Niedrigsteuerland, aber da muss man sich eben die Frage stellen, was hat es denn für Auswirkungen? Und es ist theoretisch ein Thema bei betriebsstättenlosen Einkünften. Also wieder diese ganzen Klassiker, die gerade vielfach gegründet werden, LLC, LLP, OÜ, ohne Betriebsstätte. Wenn du musst dir einfach immer überlegen, wo ist die Betriebsstätte von meinem Auslandsunternehmen? Wir schauen uns das gleich in Schritt 7 nochmal ein bisschen ausführlicher an. Und dann steht einfach im Gesetz, im Paragraphen 2 AStG, wenn du weder im Inland noch im Ausland eine Betriebsstätte vorlegst, dann haben wir sogenannte betriebsstättenlosen Einkünfte, und dann könnte Deutschland theoretisch über die erweitert beschränkte Steuerpflicht dieses Unternehmen noch für 10 Jahre voll versteuern. Es ist ein kritisches Thema, weil da gab es ein Gerichtsurteil, dann hat Deutschland das Gesetz geändert. Wir müssten jetzt nochmal ein neues Gerichtsurteil bekommen, ob der BFH das genauso sieht, wie das neue Gesetz ist. Ich wäre eher der Meinung, dass das neue Gesetz nicht so richtig ist, aber man sollte halt doch eher vermeiden, den Ärger mit dem Finanzamt aus dem Weg zu gehen, als sich auf ein Gerichtsurteil zu verlassen. Und auch hier zu einer erweitert beschränkten Steuerpflicht nochmal was zu Kryptowährungen. Kryptowährungen fallen eventuell unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht, wenn die Kryptos in einer Verwahrstelle in Deutschland verwahrt werden. Was jetzt eine Verwahrstelle ist, sei mal hingestellt. Das Gesetz ist viel älter als Kryptowährung. Aber da wäre die Empfehlung einfach schlicht, schau, dass du deine Trades im Ausland eben nicht über eine deutsche Börse machst, dass du deine Trades im Ausland eben immer im Ausland tätigst, je nachdem, welches Wallet, wie auch immer, was du da benutzt, um eben da überhaupt nicht in Erklärungsnot zu kommen, dass da eben Deutschland irgendwie wieder eine erweitert beschränkte Steuerpflicht in den Raum stellen könnte. Gut. So viel zu den drei Themen, keine Steuern mehr in Deutschland zahlen. Dann gehen wir in den nächsten Part, in die Vermeidung bzw. Minimierung von Wegzugsteuern. Das ist immer so ein bisschen die größte Herausforderung bei einer Auswanderung als Unternehmer, wenn man schon ein bisschen länger am Markt ist, wenn man schon ein bisschen erfolgreich ist, wenn man schon entsprechende Gewinne erzielt. Im Schritt 4 schauen wir uns die Wegzugsbesteuerung an. Die ist den meisten bekannt, ist aber in der Regel die kleinere Herausforderung. Warum die kleinere Herausforderung? Sie ist nur bei Gesellschaftern von Kapitalgesellschaften relevant. Also wir haben das Trennungsprinzip. Wenn du ein Einzelunternehmen hast, wenn du eine Personengesellschaft hast, spielt überhaupt keine Rolle. Spielt nur eine Rolle, wenn du eine Kapitalgesellschaft wie eine GmbH hast. Bis Ende 2020 haben wir noch eine zinslose Stundung in der EU. Ab nächstem Jahr höchstwahrscheinlich, das Gesetz ist noch nicht da, das sogenannte ADAT-Umsetzungsgesetz, wird diese zinslose Stundung wegfallen, und wir haben noch eine zinslose Ratenzahlung über 7 Jahre. Und der zweite Punkt, warum die Wegzugsbesteuerung nicht ganz so entscheidend ist, weil die Bewertung in der Regel auch einfacher ist, aber man sollte es kennen, wenn man eben Kapitalgesellschaften hat. Eine wichtige Sache, die man sich dabei immer überlegen muss, weil ganz viele andere Kollegen neigen dazu zu sagen, okay, Wegzugsbesteuerung müssen wir vermeiden, müssen wir irgendwas machen, Stiftung, GmbH und Co. KG drüber setzen, was auch immer. Man kann die auch mal in Kauf nehmen.
weil dadurch werden einfach zukünftige Wertsteigerungen nicht mehr steuerpflichtig. Also wenn du jetzt eine deutsche GmbH hast, die jetzt einen Wert von 1 Million hat, und dann könntest du natürlich einen Weg finden, die Wegzugsbesteuerung zu vermeiden. Aber du kannst auch sagen, okay, ich nehme die in Kauf, ich zahle 250.000 Euro Steuern, weil ich gehe davon aus, dass diese GmbH in 4 Jahren 4 Millionen wert ist und ich sie dann veräußere. Und wenn du eben diese Wege gehst, um eben die Wegzugsbesteuerung zu vermeiden, verstrickst du die Anteile in Deutschland. Und dann musst du nach 4 Jahren, wenn du für 4 Millionen veräußerst, diese 4 Millionen voll in Deutschland versteuern. Wenn du die Wegzugsbesteuerung in Kauf nimmst und in einem anderen Land mit DBA ansässig wirst, dann ist dort das Steuerrecht zu beachten. Und dann ist möglicherweise eben, hast du zwar auf 1 Million Wegzugsbesteuerung gezahlt, aber für 3 weitere Millionen diese Wertsteigerung, die dann im Ausland angefallen ist, die ist dann im Ausland steuerpflichtig. Also kannst du die im Bestfall dann auch steuerfrei vereinnahmen. Also Wegzugsbesteuerung muss nicht so schlimm sein, dass man sagt, das ist jetzt der Grund, warum ich nicht auswandern kann oder das ist jetzt der Grund, warum ich die irgendwie vermeiden kann. Man kann die auch mal sagen, ich nehme es in Kauf, weil ich eben von Wertsteigerung ausgehe und diese Wertsteigerung im Ausland steuerfrei erziele. Also da geht es dann auch wieder so ein bisschen Richtung Erwartungshaltung, ist natürlich auch immer eine Wette in die Zukunft und auch so ein bisschen Investitionsrechnung. Lieber jetzt einen gewissen Betrag an Strafsteuern zahlen, um dann einen signifikant höheren Betrag in der Zukunft quasi an Steuern zu sparen und letztendlich ein positives Invest getätigt zu haben. Okay, dann gehen wir mal in den nächsten Part rein, in die Entstrickung und Funktionsverlagerung. Ich habe die beiden Schritte zusammengenommen. Man muss sie getrennt betrachten, weil die in den Gesetzen ganz unterschiedliche Stelle stehen. Entstrickung steht im Einkommensteuergesetz, im Körperschaftssteuergesetz, Funktionsverlagerung im Außensteuergesetz. Aber sie sind so ein bisschen das Gleiche. Und da gehe ich jetzt auch ein bisschen ausführlicher drauf ein, weil das ist der mit Abstand schwierigste und aufwendigste Part, wenn du eben auswanderst, was eben richtig gemacht werden muss. Es betrifft grundsätzlich alle Rechtsformen bei der Verlagerung eines Unternehmens ins Ausland. Die Entstrickung ist die Verlagerung einzelner Vermögenswerte ins Ausland. Also das kann auch einfach nur schon dein Laptop sein, wenn der eben nur wenn du den für 2.000 Euro angeschafft hast. Wenn du den dann über 3 Jahre abschreibst, dann ist der nach 2 Jahren vielleicht noch, jetzt habe ich eine blöde Zahl genommen, 2.000 Euro, was ist da noch übrig? 700 Euro, 666 Euro ist da noch der Restbuchwert. Wenn der noch einen Marktpreis von 1.500 Euro hat, dann ist diese Entstrickung eben führt dazu, dass eben die 1.500 minus die 666 Euro dann in Deutschland zu versteuern sind als Aufgabegewinn, als entstrickter Gewinn. Die Funktionsverlagerung im nächsten Schritt ist die Verlagerung des gesamten Unternehmens ins Ausland. Und das ist bei einer Auswanderung halt der Idealfall. Also es gibt eigentlich 2 Wege. Entweder man verlässt sein Unternehmen in Deutschland und wird als Privatperson im Ausland steuerpflichtig. Dann ist der Steuerhebel nicht ganz so hoch. Da kann man so roundabout die Steuerlast um 50% reduzieren. Da habe ich später noch ein Beispiel dabei. Der Klassiker ist, dass du ein Unternehmen komplett in ins Ausland verlagerst. Dann bist du in der Entstrickung und Funktionsverlagerung. Aber dann kannst du deine Steuerlast eben in der Regel um 2/3, wenn nicht sogar noch mehr, reduzieren. Ja, bei der Funktionsverlagerung haben wir sogenannte Escape-Klauseln, damit ist bei kleinen und mittleren Unternehmern in der Regel die Funktionsverlagerung vermeidbar. Wir müssen aber dann immer die Entstrickung betrachten. Und was kann denn zum Beispiel auch entstrickt werden? Also welche Fragen muss man sich denn immer stellen? Habe ich einen Kundenstamm? Habe ich eine E-Mail-Liste? Habe ich Lieferantenbeziehungen? Habe ich eine Marke, Patente, Geschmacksmuster, Listing, Amazon, Nischenseiten, Affiliate, digitale Produkte, E-Book? Solche Themen können eben einen Wert haben, der eben nicht bilanziert ist, nicht versteuert ist in Deutschland bisher, also wie dieser Wert, der entstanden ist und dann eben ins Ausland verlagert wird und dort zu entstricken ist. Zum Beispiel bei einem E-Commerce-Unternehmen, wenn das ins Ausland verlagert wird, ganz klassischer Online-Handel, Amazon FBA. Das Amazon FBA-Listing hat halt mitunter einen Wert. Also natürlich erzielst du Gewinne, natürlich hast du Umsätze, aber dafür, dass du für gewisse Produkte an einer gewissen Stelle gerankt bist, würde vielleicht dein Mitbewerber sagen, okay, nur dafür, dass ich das Listing übernehme und dass ich dieses Ranking übernehme, zahle ich dir Betrag X, weil dadurch habe ich einfach für mein Unternehmen total den Boost und komme da weiter hoch. Und
Die große Herausforderung dabei ist immer, dass du eben eine Wertermittlung machen musst. Und es gibt eben zwei Wege. Entweder du sagst, ich habe da keine immateriellen Wirtschaftsgüter, ich habe da nichts zu entstricken, keine stillen Reserven, dann solltest du es zumindest ausführlich dokumentieren, beziehungsweise dokumentieren, dass da niedriger Wert vorhanden ist. Also auch ein Instagram-Account mit 100.000 Followern, und wenn der an dein Gesicht geprägt ist, dann würde dir vielleicht, dann kannst du den auch verkaufen. Und wenn dann ein Kollege reinkommt, der was Ähnliches macht wie du und das auch halbwegs gut macht, da werden sicherlich ganz viele Follower weggehen. Aber wenn der eben das vernünftig macht, dann werden vielleicht von den 100.000 10.000 bleiben. Und dann ist es aber auch schon ein riesiger Startvorteil für den, als wenn er bei null beginnt. Und wenn man dann irgendeinen Preis dazu legt, dass man sagt, ein Follower ist 1 Euro wert, dann würde der dir vielleicht 10.000 Euro zahlen, aber keine 100.000 Euro. Also solche Gedanken muss man da auch immer durchspielen. Und ich gebe meinen Mandanten immer eine Frage mit. Wenn du dir jetzt folgende Frage stellen würdest: Wenn ich mein Unternehmen zum Zeitpunkt der Auswanderung versuchen würde zu veräußern, könnte ich dafür, beziehungsweise für meine immateriellen Wirtschaftsgüter, einen wesentlichen Verkaufspreis erzielen? Und wenn du hier jetzt sinnvoll sagen kannst, naja, auf keinen Fall, dann solltest du es zumindest dokumentieren, aber dann kannst du wahrscheinlich dein Unternehmen ganz entspannt ins Ausland verlagern. Wenn du jetzt aber sagst, naja, irgendwas ist da, kleine Werte, irgendwas, 10, 50, 90.000 Euro, dann solltest du dafür zumindest eine sinnvolle Dokumentation erstellen, dass man da als Betriebsprüfer draufschaut, als Finanzbeamter, ah, okay, wer macht Sinn, das Ding ist jetzt nicht hunderte tausend Euro wert, aber er hat irgendwie seine Webseite, seine Domain, seine Marke, was er da alles aufgebaut hat, hat ja auch alles mal Kosten, was Geld gekostet, für 25.000 Euro ins Ausland verkauft. Oder aber, und das ist dann in der Regel ab 6-stelligen Gewinn der Fall, dann brauchen wir eigentlich eine richtige Unternehmensbewertung. Da müssen wir eben schauen, was kommt da raus. Dann musst du auch deutlich Steuern in Deutschland zahlen. Wie gesagt, dann geht es langsam Richtung Investitionsrechnung. Deutlich Steuern zahlen, um aus Deutschland rauszukommen, aber deutlich mehr Steuern in der Zukunft in Deutschland sparen. Genau. So viel zur Entstrickung, Funktionsverlagerung. Es ist der wichtigste Punkt, weil eben das der größte Hebel ist, das Geschäft ins Ausland zu verlagern, und man da wirklich am meisten aufpassen muss, dass man das sinnvoll und richtig macht. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon durch den härtesten Teil durch. Also gerade so in den Steuerpflichten, das ist schon richtig anspruchsvoll. Das muss man schon, da muss man schon ein bisschen Zeit investieren, das zu verstehen. Und gerade auch schon die Wegzugssteuern, da muss man auch schon sinnvolle Strategie entwickeln, um das Ganze sinnvoll abzuwickeln. Und dann schauen wir uns jetzt noch in Schritt 7, quasi in der dritten Phase, noch das steueroptimale Setup im Ausland an. Auch da gibt es noch ein paar Fallstricke zu beachten, aber viel wichtiger ist da so ein bisschen die Wahl des Landes im Ausland, weil ich sage auch immer, wenn du dich für die Auswanderung entscheidest und das für dich passt, solltest du immer nach 3 Schritten vorgehen. In erster Linie muss das Ganze wirklich persönlich für dich passen. Also wenn du irgendwie total an deiner Familie hängst und doch noch ständig in Deutschland sein willst, dann macht vielleicht eine Auswanderung auch keinen Sinn. Und das Land, das du wählst, und den Lebensstil, den du wählst, der sollte wirklich auch dauerhaft für dich passen. Weil wenn du nach 2, 3 Jahren dann sagst, ja, das ist doch jetzt nichts, dann hast du mitunter halt mehr Kosten als finanzielle Ersparnisse. Der zweite Schritt, es muss auch ökonomisch für dich passen, unabhängig von der steuerlichen Seite. Also wenn zum Beispiel du ständig bei einem Kunden in Deutschland sein musst und es dann irgendwie oder die Kunden dann ablehnen musst, weil du nicht in Deutschland sein kannst oder sowas, dann macht es vielleicht ökonomisch auch einfach keinen Sinn, und dann muss man sich das auch überlegen. Und wenn es passt, dann kann man sich die steuerrechtliche Seite anschauen und sagen, okay, wenn ich dann vor einer Wahl stehe, dass ich sage, Klassiker, will ich nach Zypern oder nach Griechenland? Dann geh nach Zypern, weil da sparst du einen Haufen Steuern. In Griechenland sparst du die nicht. Also solche Überlegungen kann man dann anstellen. Und es gibt 2 Empfehlungen für das steueroptimale Setup im Ausland. Weil wenn du eben das falsche Setup im Ausland wählst, dann kann es schon passieren, dass du mitunter weiter steuerpflichtig in Deutschland bist. Das erste Empfehlung ist, dass du einen Wohnsitz im Ausland begründest. Ein großer Vorteil ist, dass dann eben eventuell ein Doppelbesteuerungsabkommen für dich anwendbar ist. Die zweite Empfehlung, die noch viel, viel wichtiger ist, dass du ein Unternehmen im Ausland hast, das Substanz hast. Und Substanz bedeutet eine Betriebsstätte. Letztendlich ist immer die Frage, wo ist die Betriebsstätte von deinem Unternehmen? Irgendwo in der Welt solltest du in der Lage sein, einen Ort zu sagen, an diesem Ort ist die Betriebsstätte und diesen Ort machst du fest, und der ist dann auch für die Besteuerung grundlegend. Weil im internationalen Steuerrecht ist die Betriebsstätte die maßgebliche Anknüpfungspunkt. Es gibt da jetzt gerade auch auf OECD-Ebene wieder
geplante Änderungen, gerade so bei diesen digitalen Geschäftsmodellen, aber da geht es dann mehr so Richtung Amazon, Google und so weiter, dass man eben versucht, denen auch eine digitale Betriebsstätte in Deutschland zu unterstellen, damit die eben in den Ländern, wo die Wertschöpfung stattfindet, auch die Steuern zahlen. Und da geht es aber immer bei der Betriebsstätte drum. Und deswegen sind es zwei Empfehlungen, die sich so ein bisschen bedingen, weil wenn du irgendwo in der Welt einen Wohnsitz hast und eben eine Unternehmensart hast, wo einfach kein Büro brauchst, kein Warenlager, keine Produktion brauchst, sondern das einfach komplett remote und ausschließlich mit Laptop führen kannst, dann ist zumindest in letzter Instanz an deinem Homeoffice, an deinem Wohnsitz, die Betriebsstätte von deinem Unternehmen. Dort sitzt der Geschäftsleiter, dort ist der Ort der Leitung und das ist dann auch für die Umsatzsteuer relevant. Und das ist eben die Problematik, wenn du diese Betriebsstätte nicht fest definieren kannst, dann gibt es eben drei mögliche Rechtsfolgen. Wir hatten die erweitert beschränkte Steuerpflicht schon angesprochen. Finanzamt unterstellt dir, irgendwie hast du nirgendwo in der Welt eine Betriebsstätte, dann haben wir betriebsstättenlose Einkünfte vor der Steuerpflicht in Deutschland. Sehe ich eher nicht so, dass das so ist, müsste man halt vor Gericht mal durchpeitschen. Aber wenn du eben sagst, ich habe jetzt keinen festen Ort in der Welt, wo diese Betriebsstätte ist, dann hast du eventuell eine wandernde Betriebsstätte. Und wenn du eine wandernde Betriebsstätte hast und 2 Monate in Deutschland bist, dann kann das sein, dass diese wandernde Betriebsstätte auch für diese 2 Monate in Deutschland bist, weil du als Unternehmer, als Geschäftsführer, als Gesellschafter in diesen 2 Monaten die Geschäftsleitung in Deutschland ausübst. Dann hast du eine Betriebsstätte, hast du beschränkte Steuerpflicht für die 2 Monate. Und für die Umsatzsteuer gilt das Gleiche. Die Umsatzsteuer, zumindest wenn du sonstige Leistungen erbringst, also nicht Lieferungen, weil der eine oder andere mag es kennen, wer Lieferungen erbringt und die zum Beispiel über ein Warenlager in Deutschland macht, muss sogar sein Auslandsunternehmen in Deutschland registrieren. Bei sonstigen Leistungen ist in der Regel der Unternehmensort relevant. Aber wenn du den eben nicht fest definieren kannst, wenn du nicht sagen kannst, wo die Betriebsstätte ist, dann kann das sein, dass wenn du die Leistung für 2 Monate in Deutschland erbringst, für 2 Monate umsatzsteuerpflichtig bist. Das ist in der Praxis nicht umsetzbar, weil du dich nicht für 2 Monate registrieren kannst und wieder gehen kannst. Das wäre nicht handelbar. Deswegen ist die Empfehlung, Unternehmen im Ausland mit Substanz. Das schützt dich einfach vor vielen, vielen negativen Sachen in Kombination mit einem Wohnsitz und einem Doppelbesteuerungsabkommen. Ich hatte es schon angesprochen in der Präsentation. Wenn du Gehalt beziehst und keinen Wohnsitz mit einem DBA hast, dann ist es mitunter beschränkt steuerpflichtig in Deutschland. Wenn du eine US-LLC hast, es stellt sich die Frage, wo die Betriebsstätte ist. Da stehen mal betriebsstättenlose Einkünfte im Raum. Und deswegen insgesamt ist meine Empfehlung eben in den wenigsten Fällen, dass du eben 0% Steuern zahlen wirst in der Zukunft, aber unter 15% zumindest kommt. Es hängt so ein bisschen auf dein Zielland an. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Jetzt schauen wir uns im ersten Schritt aber mal den Case an, wenn dein deutsches Unternehmen bestehen bleibt. Danach schauen wir uns ein paar Cases an, wenn du dein Unternehmen ins Ausland verlagerst. Wenn du ganz klassisch nach Zypern auswanderst, deine deutsche GmbH behältst, brauchst du einen Fremdgeschäftsführer bei der deutschen GmbH, aber vielfach wollen es zum Beispiel deine Kunden. Dann würdest du weiterhin 30% Steuern auf Ebene der GmbH zahlen und wenn du dir dann Dividenden zahlst, kommen dann nochmal 15% on top. Also ersparst du nicht so viel Steuern. 10%, das macht noch keinen Spaß. Jetzt können wir das Ganze aber mal ein bisschen weiter stricken. Du gründest in Zypern eine Limited, hängst unter diese Limited deine deutsche GmbH. Dann kann die GmbH die Dividenden mit 0% in die Limited ausschütten und die Limited in Zypern kann sie dir wiederum mit 0% ausschütten. Wir haben die sogenannte Mutter-Tochter-Richtlinie in Deutschland. Dadurch können wir eben die Dividenden von 15 auf 0% reduzieren und du deine Steuerlast von 50 auf 30% reduzieren. Also da macht es schon mehr Spaß. Da reden wir schon jetzt von einer Steuerreduzierung von mindestens mal 20%. Jetzt kannst du noch mal einen Schritt weiter gehen, dass du sagst, okay, wir haben jetzt noch Verrechnungspreise. Ich erbringe hier irgendwelche Leistungen, operative Art. Die kann ich entweder als persönlich erbringen oder eben zum Beispiel über meine Limited. Dann verrechne ich diese an meine deutsche GmbH. Muss fremdüblich sein, aber dafür kannst du eben dann quasi auch schon einen großen Teil deiner operativen Tätigkeiten verrechnen. Und diese, nehmen wir jetzt mal 100.000 Euro, die sind eben nicht mehr auf Ebene der GmbH, sondern auf Ebene der Limited zu versteuern. Statt 30% 12,5%. Und statt einer Steuerlast von 50% kommst du auf eine Steuerlast von deutlich unter 30%, eher bei 25%, je nach Setup vielleicht sogar 20%. Also, auch wenn du dein deutsches Unternehmen behalten willst und auswanderst, ist ein bisschen aufwendiger, aber du kannst deine Steuerlast auch leicht halbieren und vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und wenn du jetzt noch einen Schritt weiter gehen willst und sagst, brauche aber mein deutsches Unternehmen nicht mehr, ich habe keine Mitarbeiter, meine deutschen Kunden, denen ist das egal, ich verlagere das Unternehmen ins Ausland, dann kannst du deine Steuerlast noch weiter reduzieren. Von 50% auf 15, 12,5
und in bestimmten Fällen auch auf 0%. Und das wollen wir uns jetzt noch abschließend anschauen. Ich schaue gerade mal auf die Uhr. Ich glaube, wir haben auch noch 5 Minuten, oder Marco? Wir haben auch noch länger Zeit. Also es ist echt spannend gerade und nimm dir einfach die Zeit, die du brauchst. Und es sind jetzt aktuell auch noch ca. 60 Leute mit dabei. Also die Hälfte auf YouTube, die andere Hälfte in Zoom. Ja, sehr gut. Aber ich will ja auch noch genug Zeit für die Q&A mitbringen, aber ich habe auch den ganzen Samstagvormittag mitgebracht. Okay, dann lasst uns mal ein bisschen, weil das ist halt eine ganz spannende Frage, wenn du zu deinem deutschen Steuerberater gehst. Ich bin ein deutscher Steuerberater, ich darf kein Auslandssteuerrecht beraten. Ich habe natürlich mittlerweile viel Erfahrung, viel Überblick. Deswegen versuche ich immer mehr, so einen gewissen Überblick zu geben. Es gibt niemanden, der dir für 30 Länder immer im Detail sagen kann, wie es funktioniert. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der so ein bisschen den Überblick hat, was gut funktioniert, wie es grob in bestimmten Ländern aussieht. Man muss da auch immer sehr aufpassen, wenn einer nur ein bestimmtes Land anbietet, weil er da zufälligerweise ein Jahr vorher mal selber eine Company gegründet hat, dann würde ich immer sehr aufpassen, wenn jemand in verschiedenen Ländern Companies hat und auch verschiedene Optionen anbieten kann, die so ein bisschen auf deinen Case passen, dann kann man da schon mitunter mal schauen. Für mich sind so ein bisschen die Kriterien für die Wahl des perfekten Auswanderungslandes niedrige Steuern, ein einfaches System und Bürokratie. Darum geht es ja, wenn wir jetzt rein die steuerliche Brille aufsetzen und aus Deutschland rauskommen. Wir wollen einfach nicht mal diese riesen Buchhaltungsthemen haben und so viel Aufwand. Und in Deutschland ist jede Kleinigkeit tot geregelt. In anderen Ländern, die machen es viel einfacher. Da heißt dann entweder, ja, Pauschale fürs Firmenfahrzeug oder Firmenfahrzeug geht gar nicht. In Deutschland 1%-Regelung, kannst du an deine Firma vermieten, Fahrtenbuch. Also Wahnsinn. Einfach ein Land suchen, wo das alles ein bisschen einfacher ist und was ja eigentlich auch ganz cool ist. Wenn du nur noch 12,5% Steuern zahlst oder irgendwie sowas, dann ist doch ein 20-Euro Rechnung, weil du essen warst, ob die jetzt, egal, dann setze ich die gar nicht an, weil die paar Euro Steuern, der kostet mich am Ende der Aufwand, die Zeit, die ich investiere, mehr und da muss ich mich aber auch gar nicht mit rumschlagen, irgendwie zu dokumentieren, ob ich da jetzt mit einem Geschäftspartner unterwegs war oder ob das privater Natur war. Das zweite Kriterium, was wir jetzt gerade dieses Jahr stark gesehen haben, ist die Rechtssicherheit und gute Lebensumstände. Rechtssicherheit und ja, das spricht so ein bisschen für die EU, weil, und das muss man ehrlich sagen, wir kennen uns aus in der EU, auch du, jeder kennt sich so ein bisschen aus. Was in Deutschland ist, gilt auch in vielen anderen Ländern sehr ähnlich. Und das ist natürlich in anderen Ländern, Dubai, Panama, nur schon mitunter mal ein bisschen anders, vielleicht auch Thailand. Also gerade so Panama, da gibt es doch viele Flüchtlinge dieses Jahr, die sich sagen, boah, das war uns eine Nummer zu krass, was da passiert ist in Sachen von Lockdown und sehr, sehr strikten Regelungen, die sehr undemokratisch festgesetzt wurden. Ja, und dann natürlich die guten Lebensumstände. Ich glaube, das ist natürlich ein Luxus, den man dann als Remote-Unternehmer hat, dass man sich einfach ein Land aussucht, wo man sich einfach wohlfühlt. Und das finde ich auch immer ganz wichtig, erstmal, wie gesagt, Steuer dann erstmal im nächsten Schritt zu betrachten. Komme ich in die Sprache rein? Muss ich in die Sprache rein? Wie gut komme ich mit Englisch zurecht? Gibt es eine Willkommenskultur? Wie gehen die mit Ausländern um? Das ist natürlich heutzutage auch immer mehr ein Thema, weil diese Movements, die passieren ja. Also wir als Deutsche dürfen uns da ja jetzt auch nicht irgendwie gerade rausnehmen. Wenn hier die Flüchtlinge zu uns kommen, da sind auch viele nicht so wirklich happy mit. Nichts anderes sind wir aber, wenn wir ins Ausland gehen. Wir sind auch in irgendeiner Art und Weise Steuerflüchtlinge. Und dann auch natürlich das Thema Geoarbitrage. Warum nicht für denselben Euro den Kaffee zum halben Preis bekommen? Also das sind so Themen, die würde ich immer mit in den Raum stellen, was man sich so anschaut. Und das dritte Kriterium, jetzt geht's wieder, es kommt wieder der Steuerberater, einfaches Erlangen einer Ansässigkeitsbescheinigung, beziehungsweise günstige Substanz und beziehungsweise ein Visum. Du kannst auch nach Panama auswandern und du kannst das Ganze auch rechtssicher betreiben und du kannst auch 0% Steuern zahlen, aber dann wäre meine Empfehlung, dass du mehr als 183 Tage im Jahr in Panama bist und dort eine feste Wohnung hast, dann funktioniert das einwandfrei. Alles darunter ist so ein bisschen Graubereich, wissen wir nicht ganz genau, wie es ist, weil wir eben noch nicht die Erfahrungswerte haben, weil wir nicht die Urteile haben, weil wir nicht wissen, wie das Finanzamt damit umgeht. Jetzt schauen wir uns deswegen mal ein paar Länder an und fangen wir mal mit Europa an. Zypern steht an Nummer 1, 50% meiner Mandanten gehen nach Zypern. Es hat einfach eine sehr günstige Steuer- und Abgabenlast, du bist bei unter 15%. Du bist dann auch in der gesetzlichen Krankenversicherung.
Und jetzt kommt der Punkt, warum die Leute denn nach Zypern gehen und nicht nach Rumänien, Malta, Bulgarien und so weiter. Du musst nur 60 Tage im Jahr für eine Ansässigkeitsbescheinigung da sein. Also die erachten dich auch als Fully Tax Resident, wenn du 60 Tage plus da bist. Du musst nicht die 183 Tage erbringen. Aber genau, wenn du die 183 Tage erbringen würdest in Zypern, dann müsstest du nicht unbedingt eine Firma gründen. Das ist so ein kleiner Nebenvorteil. Wie gesagt, das ist der Hauptgrund, warum die Leute nach Zypern gehen. Du hast einen Wohnsitz in der EU. Es ist ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland anwendbar. Du hast eine Company, die relativ günstig besteuert ist. Und du hast eben über deinen Wohnsitz dort auch Substanz. Also erweitert beschränkte Steuerpflicht fällt raus. Beschränkte Steuerpflicht fällt raus, weil Betriebsstätte ist in Deutschland. Umsatzsteuer ist geklärt. Kostet Geld. Das ist der Nachteil. Ist einfach so, du musst 60 Tage da sein. Du musst eine Wohnung 365 Tage haben. Du musst einen Steuerberater bezahlen. Kostet Geld. Aber du sparst deutlich Steuern und es ist ein sehr rechtssicheres Setup. Estland, ich habe es mir dabei, weil es immer noch gehypt ist, ich halte von Estland überhaupt nichts. Estland macht nur in zwei Punkten Sinn. Entweder du lebst in Estland, dann sind aber die Steuersparnische nicht mehr so relevant. Oder du lebst in einem Land mit Territorialbesteuerung, gibt es keins in Deutschland, gibt es ein paar in der Welt, schauen wir uns gleich noch an. Weil nur dann kannst du auch wieder eine Betriebsstätte dieser estnischen OÜ zuordnen. Und ja, Estland ist cool, E-Residency. Ich habe auch schon mal dran gedacht, mir ein E-Residency zu holen und einen Botschafter die Hand zu schütteln. Aber letztendlich habe ich es dann gelassen, weil ich mir gedacht habe, es hat genau keinen Vorteil für mich. Es ist einfach schlicht kein rechtssicheres Setup. Die Frage ist, wo ist die Betriebsstätte deiner Estland-OÜ? In Estland ist es mit Sicherheit nicht. Und das, dann muss man eben sich die Frage stellen, wie ist das dann mit den Konsequenzen, wo es möglich ist. Und gerade auch bei der Estland-OÜ kommt halt noch der Punkt mit den Gehaltszahlungen dazu, der halt eindeutig beschränkt steuerpflichtig in Deutschland ist, wenn kein Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland das Besteuerungsrecht entzieht. So, dann haben wir noch als drittes Land Portugal. Ich glaube, Portugal ist halt super, super beliebt, weil es super schön ist, super Wetter hat und so weiter. Auch mit Sicherheit auch ein bisschen was zu bieten hat. Zypern ist eine sehr kleine Insel, Malta ist noch kleiner. Die osteuropäischen Länder, die sind auch nicht für jeden was. Portugal ist für viele was, gerade auch als Alternative zu Italien, Spanien, Griechenland. Es hat mitunter über dieses NHR-Steuerregime eine günstige Steuer- und Abgabenbelastung für bestimmte Einkunftsarten. Aber das sind eben nur bestimmte Personengruppen, knapp 50 fallen darunter. Man muss Freiberufler sein, also man darf keine gewerbliche Tätigkeit ausüben. Es gibt so ein paar Sachen, die halt wirklich zu beachten sind. Es ist nicht ganz so einfach und du zahlst dennoch über dieses NHR-Regime 20% Flat-Tax. Und nochmal 10% Zahlabgaben obendrauf. Also bis bei einer Abgabenbelastung von 30% mit gesetzlicher Krankenversicherung. Aber ist jetzt auch nicht wenig. Ist aber sicherlich vielleicht für den einen oder anderen eine Option, der halt sagt, ja, ich will in der EU bleiben, ich will wirklich das Land wählen, das mir wirklich taugt und da irgendwie auch 9 Monate im Jahr sein. Dann ist es sicherlich spannend. Es gibt noch interessante Regionen, halt Madeira und Azoren. Da kann man mal hinschauen, weil die haben so ein bisschen Wirtschaftsfreizonen, aber dann muss man in der Regel auch dort sein, ein bisschen Substanz aufbauen. Gibt es auch mit den Kanaren, da musst du aber dann auch vor Ort Mitarbeiter oder Jobs schaffen. Kann auch mal interessant sein, aber in der Regel funktioniert das alles nur, wenn du dann auch wirklich voll dich dahin auswanderst und dort voll leben willst. In fast jedem EU-Land ist es zudem empfehlenswert, eine GmbH, also eine Kapitalgesellschaft zu haben und sein Gehalt sehr niedrig zu halten, weil man dann dadurch eben Sozialversicherungsabgaben spart und die sind oft höher als Steuern. Also gerade in den Ländern, von denen wir reden. Das ist, Deutschland versucht, GmbH und Einzelunternehmen sehr gleichzustellen. Das ist nicht in jedem Land so. Also gerade Zypern diskriminiert massiv die Arbeitnehmer. Also die zahlen bis zu 30% oder 35% Steuern. Der Unternehmer zahlt nur 12,5%. Also es ist schon interessant, was da in anderen Ländern passiert. Weitere interessante Länder sind sicherlich immer noch so Schweiz, Monaco, Liechtenstein, klassische Steueroasen. Aber da muss man halt natürlich in der Regel ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, um da überhaupt sein zu dürfen. Und auch über gewisse Flat-Tax-Regelungen, wo dann man einfach 100.000 Euro pauschal zahlt, an Steuern zu sparen, ist halt für die meisten kleinen und mittleren Unternehmer nicht so relevant. Dann haben wir in der EU noch Bulgarien und Rumänien. Sehr günstige Abgabenlast, Herausforderung, wann bekomme ich eine Ansässigkeitsbescheinigung? In der Regel musst du keine 183 Tage da bleiben, aber 3, 4, 5 Monate eine feste Wohnung müsste es eigentlich schon sein.
Und ja, Bulgarien hat die günstigsten Lebenshaltungskosten. Wenn du dir das vorstellen kannst, gerade Bulgarien kenne ich jetzt auch schon viele, ist so die Nummer zwei nach Zypern in Europa, kann auch sinnvoll sein, wenn du da eben ein paar Monate bist und das steuerlich eben sauber regelst. Rumänien ist auch sehr attraktiv, was die Steuerlast betrifft, aber da kenne ich ehrlich gesagt jetzt super wenige, die da hingehen, weil sie halt dann sagen, ja, das ist uns dann doch schon noch ein bisschen zu rückständig von den Lebensumständen und so weiter, gefällt nicht so gut. Dann haben wir noch die Klassiker Irland und Malta. Was spricht für Irland? Irland ist es relativ ähnlich wie Zypern. Du musst ein bisschen mehr da sein, in 2 Jahren Aufenthalt, mindestens von 280 Tagen. Und es muss alles versteuert werden, was im Land eingenommen wird. Aber sonst hast du auch die 12,5% bei der Irland Limited. Und Malta ist auch sehr attraktiv, aber wieder sehr kompliziert und teuer. Also es hat vor allem ein Programm, wo du überhaupt nicht da sein musst für die Ansässigkeitsbescheinigung, aber da musst du eben ordentlich Geld in die Hand nehmen. Und das sehe ich eher dann schon wieder ein bisschen kritisch, wenn du nie in dem Land bist und zwar eine Ansässigkeitsbescheinigung bekommst, aber ob die dann auch wirklich in den anderen Ländern, die sich damit auskennen, so einfach angenommen wird. So, dann haben wir jetzt noch als letzte fachliche Folie, bevor ihr euch eure Fragen raushauen dürft. Nochmal alles so ein bisschen außerhalb der EU. Und der Klassiker ist eben Zypern, Bulgarien, US LLC. Das passiert gerade bei kleinen und mittleren Unternehmern, die remote arbeiten wollen und sich eben auf kein Land festlegen wollen oder auch müssen, weil dann eben die Flexibilität besteht, dass man sich eben sein Setup im Ausland so wählt, dass es sinnvoll ist. Und das ist die US LLC, Kanada LP, LLP auch, aber US LLC ist besser. Und das solltest du immer mit einem Wohnsitz in einem Land mit Territorialbesteuerung kombinieren. Kann sein, Thailand, Philippinen, Costa Rica, Panama, Paraguay. Die Einwanderung ist dort natürlich immer in der Regel wesentlich aufwendiger und teurer, auch über die dauerhaften Visum, als bei anderen Optionen. Also in Europa kannst du ja als Europäer überall rein. Die Herausforderung ist, wann bekomme ich eine Ansässigkeitsbescheinigung? Absolute Empfehlung, dann auch immer 183 Tage vor Ort zu sein, damit man eben dieses Zertifikat bekommt, um eben auch sagen zu können, in einzelnen Ländern, davon haben wir auch DBAs, da ist ein DBA anwendbar, ich bin dort ansässig, ich habe dort meinen Wohnsitz, Betriebsstätte von meinem Unternehmen ist dort, weil in der USA ist ja sicherlich nicht eine Betriebsstätte, sonst wäre die Firma nicht steuerfrei. Und dann ist halt die Frage, wo ist die Betriebsstätte sonst? Und mit entsprechender Substanz und in Kombination mit einem territorial besteuernden Land kann das schon rechtssicher funktionieren. Ich weiß, dass ganz viele Leute damit zurzeit unterwegs sind. Die US LLC haben Perpetual Traveler, nirgendwo einen Wohnsitz in der Welt, aber die gehen eben diese riesigen erweitert beschränkte Steuerpflicht, Umsatzsteuerpflicht in Deutschland. Viele werden damit auch sicherlich durchkommen, weil beim Finanzamt werden das nicht so viele verstehen. Die Daten müssen auch erstmal ans Finanzamt kommen. Aber wir wissen alle nicht, was gerade an Daten gesammelt werden, was an Daten ausgetauscht werden, was an Daten schon da sind und wann sich mal jemand hinsetzt und einen Algorithmus schreibt, ein Programm schreibt, irgendwas auswertet und das Finanzamt dann einfach mal Briefe verschickt und fragt, was ist denn los? Also genauso passiert es mit der Schweiz, genauso ist es mal mit Panama Papers passiert, genauso ist es vor kurzem mit Bankkonten auf Puerto Rico passiert. Dann haben wir noch als 2 weitere Optionen Georgien. Georgien hat auch eine sehr günstige Steuer- und Abgabenlast. Auch hier die Herausforderung, weil man eine Ansässigkeitsbescheinigung bekommt, ist auch wieder ein bisschen einfacher. Und es ist vor allem interessant für IT-Firmen, weil da gibt es nochmal so spezielle Regelungen, wo man eben als IT-Firma seine Steuerlast deutlich reduzieren kann. Tiflis ist auch ganz schön. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die haben in Batumi Eigentum schon erworben. Also vielleicht kann man das auch mit so einer Strategie kombinieren, dass man da eben seinen Wohnsitz und sein Investment hat. Ansonsten halt auch hier wird dir die Empfehlung, du musst schon dir vorstellen, ab und zu mal dort sein zu können. Und dann haben wir noch die Vereinigte Arabische Emirate bzw. Dubai. Auch hier, das ist so ein bisschen kritische Länder, weil wir nicht so genau wissen, wie es da jetzt weitergehen wird die nächsten Jahre, aber grundsätzlich mal keine Steuern- und Abgabenlast, keine Einkommensteuer, keine Körpersteuer. Ja, kann sich eventuell ändern. Hohe Verwaltungsgebühren, darüber covern die das. Die Verwaltungsgebühren sind so eine Art indirekte Steuer und ist halt ein totalitäres Regime, also da weiß man halt nicht, was so passieren kann, wobei Dubai jetzt, glaube ich, gesagt hat, dass es das so ein bisschen für die westliche Anschauung sich öffnen müssen, weil die brauchen auch die Leute. Es ist auch Substanz notwendig und
um zum Beispiel ein Steuerzertifikat zu bekommen, musst du auch 183 Tage da sein. Also es geht, das Setup zu machen, indem du nur ganz wenig da bist, aber um es rechtssicher zu machen, sind wir eben wieder bei den 183 Tagen. Und Banking ist eventuell noch ein bisschen schwierig. Ja, also du hast jetzt schon gemerkt, über eine rechtssichere Auswanderung lässt sich, ich bin immer dann noch der Meinung, einfach die Steuerlast deutlich senken. Vor allem, wenn du den Schritt mal gegangen bist, wenn du mal in diesem Zustand bist, dass du das sauber alles mit Deutschland geregelt hast, ein sauberes Setup im Ausland aufgesetzt hast, dann ist da nicht mehr viel Arbeit, nicht mehr viel Kosten. Je nachdem, welches Setup kannst du eventuell dir auch die Buchhaltung sparen und vor allem kannst du halt massiv Steuern sparen. Also diese laufenden, diese ongoing Kosten, der ongoing Aufwand ist dann wirklich sehr, sehr überschaubar. Man muss es halt wirklich sauber machen. Zum einen den Schritt raus aus Deutschland. Das ist dann natürlich meine Expertise über die sieben Schritte. Und dann natürlich auch die Wahl bei deinem Setup im Ausland. Das sollte man sich auch je nach Risikogedanken natürlich auch immer so ein bisschen abwägen. Was bin ich der Meinung? Was greift das Finanzamt eventuell irgendwann mal auf? Wie hoch sehe ich da die Chance? Was gehe ich für ein Risiko? Ist natürlich sicherlich auch immer abhängig von deiner Vermögens- und Gewinnsituation. Wenn man einfach eine 250.000 Gewinn im Jahr hat, dann macht es auch nichts oder dann tut es auch nicht weh, mal 30.000 Euro in Beratung und in Struktur und in Substanz zu investieren, weil die Steuersparnis einfach das auch ganz abbildet. Wenn du 50.000 Euro Gewinn im Jahr hast, dann kann man vielleicht an einer oder anderen Stelle mehr Risiko gehen, weil dann auch die Aufkriegswahrscheinlichkeit und die eventuellen Nachteile in Deutschland überschaubarer sind. Okay, genau, das sind die sieben Schritte. Ich habe jetzt noch ein bisschen ausführlicher die Länder vorgestellt. Ansonsten hoffe ich, dass es dir bis dahin ganz gut gefallen hat. Und dann habe ich noch zwei Sachen mitgebracht. Ich glaube, Marco, die würde ich noch schnell vorstellen, bevor wir dann ins Q&A gehen. Zum einen habe ich die sieben Schritte in einen Fahrplan gepackt, wo ich die dann wirklich so Stück für Stück so ein bisschen durchgehe, damit man da einfach mal einen strukturierten Einstieg findet, wenn man sich eben mit dem Thema Auswanderung auseinandersetzt und sich eben überlegt, will ich den Weg jetzt alleine gehen oder will ich den Weg zum Beispiel zusammen mit mir rechtssicher umsetzen. 24 Seiten findest du eben auf meiner Webseite, eben heißt der Fahrplan zu deiner rechtssicheren Auswanderung. Wenn du das googelst, findest du den schon, kannst du einfach runterladen. Und dann hat mich Marco noch gebeten, dadurch, dass das Thema doch so komplex ist und auch so spannend für euch ist, ob ich nicht noch was mitbringen kann. Und ich habe eine Masterclass, die ich immer in regulären Durchgängen durchführe, wo ich eben in der Regel so eine Gruppe von 10 Unternehmern mit ins Ausland begleite und das Ganze dann auch als Selbstlernkurs, meinen Auswandererkurs. Und da haben wir uns jetzt überlegt, dass wir eben im Rahmen von der Geldhelden Week einen 100-Euro Rabatt anbieten. Also du kannst diesen Selbstlernkurs, wo ich diese sieben Schritte habe, wo ich diese Länder vorstelle, wo wir auch noch an ganz vielen verschiedenen Themen reingehen, die wir uns anschauen, was ist eben alles wichtig bei der Auswanderung zu beachten, den biete ich dir eben über die Geldhelden Week für 100 € Rabatt an. Der Rabattcode ist hier AK-Spare-H-R. Und einfach Auswandererkurs googeln, da findest du den dann auch, beziehungsweise Marco hat ja da die Links und stellt es euch alles zur Verfügung. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich noch mehr Unternehmer bei ihrer Auswanderung begleiten kann, wenn wir alle so ein bisschen mehr in Richtung finanzielle Freiheit zusammenarbeiten. Und ich bin auch der Meinung, ich meine, du hast schon ein bisschen gemerkt, kleine und mittlere Unternehmer, die sind so ein bisschen dazwischen gesqueezed, sage ich so gerne. Wir haben die Angestellten, die alle so brav dem folgen, was der Staat macht. Die müssen sich um nichts kümmern. Da wird die Lohnsteuer, die Sozialversicherung, alles abgeführt. Bleibt halt nicht viel hängen. Wir haben die Vermögenden und Großkonzerne, die haben da Horden an Beratern sitzen, die da alles optimieren und die Steuerlast klein halten. Und dann sind wir als kleine und mittlere Unternehmer zwischendrin. Wir haben relativ wenig Handhabungsmöglichkeiten, außer eben zum Beispiel die Auswanderung. Noch ist das Thema überhaupt nicht auf dem Schirm der Regierung und so weiter, aber irgendwo schwingt da bei mir auch die Hoffnung mit, wenn die merken, dass da irgendwie so eine Bewegung ist, dass da relativ viele ins Ausland gehen, dass sie vielleicht sich auch mal überlegen, ja, können wir nicht vielleicht auch Deutschland irgendwann mal wieder attraktiver machen? Weil das ist ja eigentlich schon komplett auch losgelöst von der steuerlichen Perspektive. Wenn du aus privaten Gründen nach Frankreich ziehst und nach Schweden ziehst, hast du auch all das zu beachten. Und das ist einfach hanebüchen, dass es so komplex ist, selbst innerhalb Europas. Und da muss ich noch viel tun. Und ja, vielleicht kann man da eben auch darüber ein bisschen
lenken, indem man selber sagt, ja, ich schlag dem System jetzt für ein paar Jahre zumindest ein Schnippchen und das System wird dann einfach irgendwann mal wieder so freundlich, dass es für alle was Sinnvolles zu bieten hat. Genau. Okay, dann bin ich soweit fertig und dann würde ich sagen, gerne alle Fragen und ich übergebe nochmal das Wort an dich, Marco. Ich würde mein Teilen wieder aufhören, oder? Ja, heb mal die Teilung auf, aber erstmal vielen, vielen Dank. Also es war ein richtiger, schöner Überblick mal über das, was möglich ist. Für alle, die jetzt noch drin sind, bitte schaltet eure Videos an und kommt mit rein. Also ihr könnt auch gerne das Mikro aufmachen und eure Fragen stellen. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, das sind eigentlich zwei Dinge, die oft unklar sind. Und du hast so schön quasi sehr, sehr strukturiert mal gesagt, was alles möglich ist. Aber was da eigentlich drunter liegt ist, und das ist eigentlich so, wie unsere Welt funktioniert, ist, dass es verschiedene Ebenen des Seins gibt. Denn einmal sind wir als Menschen und einmal sind wir als Personen, dann sind wir wieder als Unternehmen und so weiter und so weiter. Das heißt, es gibt so ganz bestimmte Ebenen. Und über was du die ganze Zeit gesprochen hast, ist eigentlich, wo ist denn die Person bzw. das Unternehmen steuerpflichtig, also ansässig und so weiter. Ja? Vor uns kam diese schöne Frage und da ist mir das wieder mal so klar geworden, dass das halt oft nicht klar ist, was mache ich denn mit meinen Eltern, muss ich die töten? Ich finde, das zeigt das sehr, sehr schön. Es geht nämlich hier nicht um dich als Menschen, sondern es geht in erster Linie um dich als Person. Also wie nutzt du die Systeme, die hier weltweit aufgebaut wurden, so clever aus, dass für dich als Person, also als Urkunde, als Geburtsurkunde oder wie auch immer, das Optimum rauskommt. Und eben wenig Bürokratie, das war mein Nummer eins, ich sag mal, Aha-Erlebnis, nachdem ich ausgewandert bin, dass es wirklich ohne Bürokratie geht oder mit ganz, ganz wenig. Und dann eben im zweiten Schritt eben auch diese Steuern. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was dazu sagen, zwischen den, also die Ebenen zwischen Mensch, Person, Unternehmen etc., was es da alles gibt. Das ist, da hast du vollkommen recht, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Anknüpfungspunkt in Deutschland. Grundsätzlich ist erstmal jeder als Person unbeschränkt steuerpflichtig schon mit Geburt. Und dann kann man das Ganze eben, und das ist ja auch so Sachen, wie kann ich mit meinen Kindern Steuern sparen? Gründe ich eine GmbH und stelle meine Kinder bei der GmbH an, weil wir einfach dieses Trennungsprinzip haben. Juristische Person heißt es bei uns, wir haben natürliche Personen, das sind wir, und wir haben die juristischen Personen. Und diejenigen, die eben groß sind, die Großkonzerne und so weiter, die treiben das ja auf die Spitze. Also da hast du dann eben, machst die ganze Zeit GmbHs und auf einmal packst du noch eine GmbH und Co. KG dazwischen, dann ist oben drüber eine Stiftung und dann ist noch irgendwas im Ausland. Und es gehört aber alles derselben natürlichen Person. Und die sitzt vielleicht mitten unter uns, irgendwo in Deutschland, aber dadurch, dass die mit diesem Spiel juristische Personen überall und so weiter eben spielt, kann die das alles eben verteilen und von links nach rechts schieben und dadurch die Steuerlast deutlich reduzieren. Und das ist aufwendig, das ist teuer. Und dann stellt sich ja die Frage, was kann ich denn jetzt als kleine natürliche Person machen? Will ich noch was in Deutschland haben und im Ausland leben? Dann geht es eigentlich schon wieder an, dass ich halt empfehlen würde, dass du das auseinanderziehst, juristische Person in Deutschland, natürliche Person im Ausland. Also das hängt halt auch davon ab, was du hast, aber komplett richtig. Also das ist so diese Idee, dass die kam irgendwann mal auf, ja, wir brauchen jetzt irgendwas anderes als alles nur die natürlichen Personen, machen diese juristischen Personen. Und diese juristische Person hat aus steuerlicher und rechtlicher Sicht natürlich ganz viele Optionen geöffnet. Auf einmal werden Leute für ihre Tätigkeit nicht mehr haftbar, weil sie in einem Unternehmensmantel machen und nicht mehr als Privatperson. Kann man alles natürlich kritisch hinterfragen. Auf der anderen Seite gibt es einem halt nur natürlich auch nur die Chance, als juristische Person ins Risiko zu gehen, wenn ich sage, mein Privatvermögen will ich irgendwo sichern. Das sind alles sehr legitime Punkte, aber es ist... ist sehr weit getrieben mittlerweile in dieser Welt. Absolut. Und ich finde, dass die Krönung von allem sind Stiftungen, die ja noch nicht mal jemandem gehören, sondern die sich selbst gehören. Und das ist quasi so die Krönung aller Bürokratie, die wir so haben, dass es wirklich da irgendwelche Konstrukte gibt, die zwar irgendwie gesteuert werden von jemandem, aber die irgendwie gar keine Beziehung mehr überhaupt zu den Menschen, zu den Gesellschaften haben. Nun gut. Ich würde sagen, ich gehe mal kurz die Fragen rein. Simon, du bist ja noch online. Willst du deine Frage selber stellen? Ich finde die sehr, sehr gut übrigens. Ich kann noch mal ganz kurz umschalten hier auf Gruppenansicht. Hey, hört ihr mich? Ja, hallo Simon.
Hey, tatsächlich geht es einfach um die Frage, wie, ob du, also erstmal danke, Michael, für die tolle Präsentation mal wieder. Und die Frage wäre von mir, wie du das aus steuerlich siehst, ob du das halt problematisch siehst, wenn man jetzt schon den Gründungsprozess in Zypern anstoßen würde, sodass man bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall eine Firma schon in Zypern gegründet hat und dann erst natürlich auch bis zum Ende des Jahres den Abmeldeprozess in Deutschland macht. Und sich dann eben erst den Migrationsprozess zu diesem Non-Dom-Status in Zypern, dass man den dann erst Anfang nächsten Jahres, also im Januar, beginnt, beziehungsweise dann auch abschließt. Ja, grundsätzlich gibt es die Standardempfehlung ist von mir, Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht, Auswanderung, Gründung im Ausland und dann eventuell Unternehmen ins Ausland verlagern. Das ist aber eben nicht immer möglich, so jetzt wie bei dir zum Beispiel. Man kann auch diese Schritte, also dieses Unternehmen ins Ausland verlagern, das sollte immer der letzte Schritt sein. Aber die Gründung kannst du auch mal vorziehen. Es hat halt eventuell gewisse Pflichten in Deutschland. Solange du unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland bist, eine Kapitalgesellschaft im Ausland gründest, hast du eine Meldepflicht nach Paragraph 138 Abgabenordnung, musst dem deutschen Finanzamt mitteilen, hey, ich habe eine Limited in Deutschland gegründet. Dann ziehst du 4 Wochen später aus, wanderst du 4 Wochen später aus, dann musst du es in deiner letzten Steuererklärung für 2020 angeben. Ich hatte Anteile im Rahmen von Paragraph 17. Das führt dazu, dass auch der Paragraph 6 AStG Wegzugsbesteuerung greift. Aber die Firma im Ausland ist ja nichts wert. Also die hat ja, hast du angeschafft für 5.000 Euro, dann hat die jetzt vielleicht einen Verkehrswert von 5.000 Euro oder weniger. Also fällt keine Wegzugsbesteuerung an. Der einzige Nachteil ist, dass du eigentlich Mitteilungspflichten gegenüber dem Finanzamt hast. Was ich niemals empfehle, ist, dass diese Firma im Ausland, solange du noch in Deutschland ist, schon Gewinne erzielt, schon Umsätze erzielt. Weil dann schaffst du schon in gewisser Weise auf der einen Seite laufende Einkünfte, die eigentlich wahrscheinlich dann in Deutschland zu versteuern sind. Wahnsinnig aufwendig, kann man leicht vermeiden. Und eventuell sogar Werte. Also wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwas kaufen würdest, eine Marke für 100.000 Euro, dann wäre das jetzt wieder kein Wert, weil du hast gekauft für 100.000 Euro, hast aber auch eine Verbindlichkeit von 100.000 Euro. Aber wenn du irgendwelche Werte in deinem Unternehmen schaffst, die schaffst du aber nicht innerhalb von 4 Wochen, dann ist die Wegzugsbesteuerung ein Thema. Aber ansonsten ist es schon möglich. Und das ist sowieso immer so dieser Transition-Prozess, der ist halt schwierig. Du kannst nicht sagen, heute unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland beenden, morgen Steuerpflicht im Ausland begründen, weil selbst in Deutschland melde dich mal irgendwo an, gründe mal eine GmbH, braucht aktuell 8 Wochen. Also es ist einfach gar nicht anders möglich, wie du es machst. Und deswegen spricht da jetzt nichts dagegen, da auch schon früher mit zu beginnen. Einkünfte sollte die Firma erst nach der offiziellen Abmeldung in Deutschland erzielen. Und diese Vorgänge in Zypern wiederum, die spielen auch gar nicht so eine entscheidende Rolle, wann die jetzt passieren. Also wichtig ist eigentlich eher so, wann unterschreibst du deinen Mietvertrag, wann kriegst du den Yellow Slip, das ist ein bisschen später. Non-Dom ist komplett irrelevant, weil Non-Dom ist ein rein innerzypriotisches Thema. Ansässigkeitsbescheinigung ist vielleicht noch ein Thema, ich weiß nicht, die wirst du wahrscheinlich für 2020 nicht mehr kriegen, ist aber dann auch nicht so schlimm. Also deswegen 31.12. aus Deutschland raus sein, das wäre so das Wichtigste bei dir und in der Limited keine Gewinne erzielen. Okay, danke. Und wie siehst du das, wenn jetzt, also aktuell ist es noch ein Einzelunternehmen, was ich dann auch abmelden würde. Und wenn da jetzt quasi noch eine offene Rechnung ist von einem Kunden, die dann später bezahlt wird, ist das noch ein problematisches? Vor allem, wenn der vielleicht das erst im neuen Jahr dann bezahlen würde, ich aber das Unternehmen eigentlich schon abgemeldet habe. Ja, also die musst du auf jeden Fall in Deutschland versteuern, weil die Leistung ist ja in Deutschland erbracht worden. Die ist ja jetzt schon erbracht. Wenn du die Betriebsaufgabe machst, dann sind es grundsätzlich nachträgliche Betriebseinnahmen. Wahrscheinlich wird es so sein, dass man, wenn du die Betriebsaufgabe zum, weiß nicht, 15.12. machst, 30.12. machst, dass man die noch in 2020 mit reinnimmt. Weil du auch im Rahmen von der Betriebsaufgabe zur Bilanzierung wechseln musst. Und dadurch wird diese Rechnung schon Umsatz. Deswegen ist es kein Problem, wenn die Zahlung einfach später eingeht. Also du merkst, es ist in der Praxis gar nicht anders möglich. Also gerade auch so Leute, die viel Affiliate machen, Amazon und Digistore Geld bekommen, die kriegen das Geld 60 bis 90 Tage später. Da musst du halt irgendwann mal eine Grenze machen und sagen, was ordne ich dem deutschen Unternehmen zu, was ordne ich dem Unternehmen im Ausland zu. Okay, verstehe. Danke dir. Gerne. Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage von Christina, die fragt nach der, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wie sieht es denn mit Russland aus? Wie ist denn da die aktuelle, also aus Steuersicht gesehen jetzt die aktuelle Lage? Zu Russland kann ich relativ wenig sagen. Also da kenne ich mich ehrlich gesagt jetzt auch überhaupt nicht aus. Ich weiß, dass die Russen alle nach Zypern gehen und dass Das stimmt. Russland das DBA mit Zypern dieses Jahr geändert hat, damit die Russen nicht so viel nach Zypern gehen.
Ja, ich glaube, dass die Russen da visafrei einreisen können. Das ist einer der Hauptgründe, Ja, das warum kann so viele sein, Russen da sind. ja. Ja. So, Matthias fragt, es soll doch, oder Matthias, willst du das selber stellen? Du bist ja auch drin. Mach mal kurz dein Mikro und deine Kamera an. Das wäre super. Ansonsten stelle ich mir die Frage. Und zwar, es soll doch bald eine EU-Harmonisierung geben. Das heißt also, im Durchschnitt kommt man dann auf ähnliche Steuersätze überall in der EU. Der Endeffekt ist dann vielleicht ein Unterschied nach Abzug aller anderen Kosten, also Sozialversicherung und so weiter. Vielleicht eine Differenz von 5 bis 10% zwischen den Ländern. Wie denkst du darüber? Ja, also dazu vielleicht mal eine Überlegung einen Schritt vorher. Aus Deutschland rauszukommen ist spätestens ab Gewinnen von 80.000 bis 120.000 Euro schwierig oder kostet in der Regel Wegzugsteuern. Aus Ländern wie Bulgarien, Rumänien, Zypern, Malta rauszukommen ist aktuell noch viel leichter. Also die kennen in der Regel noch keine Wegzugsbesteuerung und so weiter, ist noch viel leichter. Was wir als Harmonisierung schon haben, ist die Harmonisierung der Wegzugsbesteuerung und der CFC-Rules, also Hinzurechnungsbesteuerung. Die sind aber in den anderen Ländern teilweise sehr verschieden umgesetzt, sehr lax umgesetzt. Bei einer Wegzugsbesteuerung gilt sowieso grundsätzlich mal, dass man eine gewisse Mindestzeit in dem Land verbracht haben soll. Ich glaube, in Spanien ist mit 5 Jahren die niedrigste Schwelle, in Deutschland sind es aktuell 10, soll runter auf 7. Also solange du 3, 4 Jahre in einem bestimmten Land bist, hast du da in der Regel noch kein Problem? Dann musst du dir mal überlegen, okay, da muss ich mal genau schauen, bleibe ich jetzt hier für immer oder habe ich hier jetzt schon Werte oder muss ich vielleicht mal was machen nach ein paar Jahren? Sollte man einfach wissen, was da irgendwann eventuell mal kommt. Wie gesagt, gerade in diesen steuerlich günstigen Ländern ist es super einfach, gerade noch rauszukommen, auch zum Beispiel in Zurechnungsbesteuerung. Und deswegen aus Deutschland rausgehen, wenn es noch einfach möglich ist, und dann zum Beispiel nach Zypern oder in so ein Land zu gehen und dann aus dem Land dann vielleicht den Schritt weiter zu gehen und vielleicht dann in 5 Jahren, wenn es sein muss, aus der EU rauszugehen, kann auf jeden Fall eine gute Idee sein, dass der Schritt ein bisschen quasi einen Schritt vorher schon mal gedacht und dieses Thema EU-Harmonisierung. Also ja, die EU macht Druck. Ja, Wegzugsbesteuerung, CFC-Rules wurden harmonisiert. Auf der anderen Seite hat Brüssel dieses Non-Dom-Regime, diese Steuerbefreiung für 17 Jahre auf Dividenden für Ausländer in Zypern abgesegnet. Warum? Ich glaube, weil Zypern zum einem Drittel als besetzte Insel gilt von der Türkei und die einfach Zypern finanziell dadurch stärken wollen und dadurch halt, die ziehen ja auch Leute an, die haben mehr Steuereinnahmen, Leute sind vor Ort, geben Geld aus. Also das ist schon legitimisiert. Und der zweite Punkt ist, Steuern sind nach wie vor ein komplett nationales Hoheitsrecht. Und bis die EU, also wir sehen ja, was da bei manchen Themen, wie ja, krass das ist. Also jetzt auch wieder bei den Corona-Hilfen, zwei Länder sträuben sich dagegen aus komplett anderen Gründen. Bis wir bei einer auf Ebene der Steuern eine Harmonisierung haben, das dauert, glaube ich, noch ganz, ganz lang. Es gibt dieses Initiative gemeinschaftliche Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage, ja, die gibt es schon seit 15 Jahren. Also ich glaube nicht, dass das so schnell kommen wird. Griechenland will ab nächsten Jahr digitale Arbeitnehmer und Rentner wieder massiv fördern. Italien hat letztes Jahr, glaube ich, auch wieder so ein Steuerregime veröffentlicht. Also da tut sich extrem viel. Die Remote Worker kommen immer mehr auf die Agenda, dass man versucht, denen in der Karibik Visa anzubieten, dass man versucht, denen in Europa Steuererleichterungen anzubieten. Also die Länder machen auf der einen Seite Steuererleichterung, EU will eigentlich ein einheitliches Level. Ich sehe das noch ganz weit weg, 10 Jahre vielleicht. Ja, vor allen Dingen sehe ich jetzt auch den Kampf internationalisiert. Durch diese Corona-Krise jetzt haben wir plötzlich eine unfassbar große Welle von Menschen, die merken, ich kann ja digital zu Hause arbeiten oder an irgendeinem anderen Ort der Welt. Sollte mal diese Krise hier in ein, 2 Jahren vorbei sein und wir wieder reisen können eventuell, dann werden sich da sehr, sehr viele, also prozentual gegenüber früher, ja, vielleicht die Idee haben, das mal einfach zu testen, ne? Und von woanders aus arbeiten. Und sei es als Angestellter in einem Land, wo man eben gerne ist. Ja. Als Angestellter ist es immer schwierig, weil dann ein Unternehmen mitmachen kann, aber wenn du dann über ein Unternehmen überreden kannst, dass du als Freelancer für die aus dem Ausland arbeitest, dann kann man das in der Regel recht gut umsetzen. Okay, sehr gut, danke. Frank, du hast dich gemeldet. Das sehe ich übrigens das erste Mal. Ja, Vielleicht, ich habe auch ja. diese Funktion zum ersten Mal genutzt gerade. Hört ihr mich? Wir hören dich.
Ja, wir haben Ja, das sehr ach, gut. super, okay. Ja, ich hätte eine Frage an den Michael, der ja die OÜ jetzt so gar nicht empfehlen wollte. Das war die Rechtsform, die ich für meinen Fall am ehesten ins Auge gefasst hatte, weil ich arbeite im Zusammenhang mit der DSGVO, die natürlich fast nur in Europa relevant ist. Und wenn ich da jetzt als Europäer eine US-LLC gründe, um solche Dienstleistungen anzubieten, wäre das irgendwie verwirrend, denke ich, für Kunden oder sehr überraschend. Und die anderen Länder, die du aufgezählt hast, also Zypern, Bulgarien, Rumänien, Portugal, haben aus meiner Sicht ein schlechteres Image als Estland. Deswegen würde ich auch in dieser tabellarischen Übersicht, die du gezeigt hast, fragen, lässt sich das nicht auch, weil bei der US-LLC empfiehlst du ja auch, das mit einem Wohnsitz mit Territorialbesteuerung zu kombinieren. Ist nicht auch eine OÜ mit Aufenthalt von über 6 Monaten in Zypern machbar, falls man da Probleme mit dem Finanzamt bekommt, wenn man betriebsstättenlose Einkünfte dauerhaft hat, dann fängt man halt an und geht 6 Monate im Jahr nach Zypern und hat dort dann diese Aufenthaltsbestätigung, die auch ohne zypriotische Firma auskommt, kombiniert mit der estnischen OÜ. Ist das denkbar? Oder wie sind Kombinationsmöglichkeiten mit Paraguay oder Georgien als mögliche Wohnsitze mit Territorialbesteuerung im Zusammenspiel mit einer OÜ wegen den Imagegründen, die ich genannt habe? Ja, also es geht mit allen drei Ländern grundsätzlich. Wenn du, vor allem wenn du dort 183 Tage bist, einen festen Wohnsitz hast, dann würde es mit Zypern, Georgien, Paraguay überall top funktionieren. Nur die Überlegung ist ja dann, was passiert dann? Und es passiert ja genau dann, dass die OÜ in diesen Ländern eine Betriebsstätte hat. Und es mag in Georgien oder Paraguay eben dann gut funktionieren, aber halt Zypern, zumindest auf dem Papier, würde halt sagen, okay, wo ist Ort der Geschäftsleitung dieser Estland OÜ? Wo ist die einzige Betriebsstätte dieser Estland OÜ? Und dann ist die eben in Zypern und dann müsstest du eben die Estland OÜ in Zypern versteuern. Und es macht ja auch absolut Sinn, weil man muss sich ja einfach immer eine Sache überlegen. Ziel der Steuergesetze, gerade im internationalen Steuerrecht und auch die Idee hinter der Betriebsstätte ist, dass du dort die Steuern zahlst, wo die Wertschöpfung erfolgt. Und wenn du eben einen Großteil des Jahres in Zypern bist, dann erfolgt dort die Wertschöpfung und dann ist auch einfach legitim, dass dort die Steuern gezahlt werden. Und ich glaube, du tust dir halt keinen Gefallen damit, den Esten zu erklären, ja, schau, ich habe hier eine Firma, die macht auch folgenden Umsatz, ich mache auch brav meine Buchhaltung und so, aber ich habe noch gleichzeitig eine Betriebsstätte in Zypern und dieser Betriebsstätte in Zypern sind alle Gewinne zuzuordnen. Und das ist halt, darum geht es ja. Dann hast du zwar keine betriebsstättenlosen Einkünfte mehr, aber du hast halt eine Betriebsstätte auf Zypern, die in Zypern steuerpflichtig wäre. Kannst du machen, wenn die Esten mitspielen und dir das quasi erlauben. Bei einer deutschen GmbH als Beispiel kannst du einen Ort der Geschäftsleitung ins Ausland verlagern, innerhalb der EU, dem EWR. Gab es ein EuGH-Urteil. Also du kannst auch eine deutsche GmbH haben und die ausschließliche Betriebsstätte in Zypern. Aber ob das Finanzamt langfristig mitmacht und dir immer nur Probleme macht, ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, ob das gesellschaftsrechtlich überhaupt funktioniert. Und der Sitz müsste auf jeden Fall in Deutschland bleiben, weil ich glaube, wenn du den Sitz von der deutschen GmbH ins Ausland verlagerst, wird die auf jeden Fall zwangsliquidiert oder zugemacht. Also das ist immer ganz schwierig. Deswegen vielleicht als Fazit mit Zypern, mit dem zypriotischen Steuerberater sprechen. Wenn die sagen, oh, das ist alles kein Problem, kann man es eventuell machen. Ich sehe es aber jetzt schon als Problem in Zypern, weil die eigentlich Standardsteuerrecht haben. Und Georgien und Paraguay, wenn das eben kein Problem ist, dass du dann sagst, ich habe hier eine Betriebsstätte von der EU, dann kann das durchaus funktionieren. Also mit Paraguay machen das ja ganz viele mit der US-LLC. Okay, habe ich das richtig verstanden, dass Paraguay und Georgien besser funktionieren, wie von mir angedacht, weil sie halt Territorialbesteuerung haben, während Zypern das nicht hat, ne? Ich würde erwarten, dass Zypern sagt, die OÜ ist in Hm. Zypern voll steuerpflichtig. Okay. Gut. Mal gerade gucken. Paraguay muss man da sich dann aufhalten dann auch? Wie lange? Oder reicht diese Cedula, die man ja praktisch für 10 Jahre bekommt? Ja, da muss man immer unterscheiden. Also in Panama, Paraguay und so weiter muss man überall unterscheiden, dass ich so eine Aufenthaltsgenehmigung, was weiß ich, kriege und einen Tax Certificate, eine Ansässigkeitsbescheinigung. Ich gehe davon aus, also bei Panama bin ich mir relativ sicher, dass du die nur kriegst, wenn du den Nachweis, dass du 183 Tage da bist. Paraguay würde ich auch davon ausgehen. Und nur mit diesem Dokument bist du in meinen Augen wirklich sicher. Und es macht auch Sinn. Also Paraguay und Panama, die werden halt international so viel Druck gegeben haben, dass sie da nicht einfach nur Tax Certificates rausgeben, wenn keiner da ist.
Und deswegen wirst du die ja nicht so leicht kriegen. Und Cedula heißt meiner Ansicht nach nur, ja, du darfst halt einfach einreisen, darfst dich dort, wie so ein besseres Visum. Wie ein ja, das ist, glaube ich, eine Art Aufenthaltsgenehmigung, ne, die einfach alle 10 Jahre nur erneuert werden muss. Ja, ich weiß nicht, wollen noch andere gerade oder darf ich noch weitere Fragen stellen? Ja, es gibt noch eine Meldung, aber wenn das jetzt gerade zum Thema passt, dann macht es natürlich Sinn, wenn du die Frage stellst. Ja, ich wollte noch fragen, bei dieser Übergangsphase, wenn man also in Deutschland sein Einzelunternehmen abmeldet und dann im Ausland eine GmbH gründet, da hat der Michael ja schon erwähnt, dass sich das in der Praxis häufig überschneiden wird zeitlich. Darf man eigentlich die Gründungskosten, die man für die GmbH im Ausland hat, als Betriebsausgabe für das Einzelunternehmen in Deutschland ansetzen? Darf man einzelne Assets, die man hat, wie zum Beispiel ein Notebook, das haben wahrscheinlich die meisten von uns, darf man das einfach mit der neuen GmbH im Ausland kaufen oder so? Oder führt das zu Verquickungen, die dann zu Problemen führen zwischen der Also die Gründungskosten, die kannst du natürlich auf keinen Fall in Deutschland ansetzen. Das hat nur mit einem Auslandsunternehmen zu tun und kannst du natürlich dort absetzen. Und Assets, die du in Deutschland hast, da genau darum geht es halt. Das ist halt die Frage, materielle Assets, sind die noch werthaltig? Ich empfehle immer, weil es das Einfachste ist, das ans Auslandsunternehmen zu verkaufen. Dann hast du, weil die Alternative für Privatentnahme führt zu derselben Besteuerung, also dass es dann dir als Privatperson gehört, aber ist in der Regel halt noch Umsatzsteuer obendrauf. Und wenn du das ans Ausland verkaufst, dann kannst du dir die Umsatzsteuer sparen. Und die zweite Überlegung ist halt, sind halt neben den materiellen Assets noch immaterielle Assets vorhanden? Habe ich einen Kundenstamm? Habe ich eine Marke? Habe ich ein Unternehmen, das einen inhärenten Wert hat, stille Reserven, die nicht realisiert sind? Und das ist halt dieses Thema Funktionsverlagerung, Entstrickung. Das ist halt ein bisschen aufwendiger. Ja, okay, verstanden. Dann hätte ich nur noch eine letzte Frage zum Thema Quellsteuer, wenn man also in Aktien investiert. Ohne festen Wohnsitz, dann muss man wahrscheinlich überall voll Quellsteuer zahlen. Je nachdem, wenn es eine US-Aktie ist, dann 30% auf Dividenden. Aber ich glaube nicht auf Kursgewinne, wenn du das vielleicht bestätigen könntest und wie man das vielleicht optimieren kann. Zum Beispiel, indem man über die ausländische GmbH investiert, ob das ein Weg ist, um dann von Doppelbesteuerungsabkommen zu profitieren und die Quellsteuer zu senken. Die letzte Frage ist super individuell. Also wir müssen ganz klar trennen zwischen Veräußerungsgewinne und Dividenden. Veräußerungsgewinne sind in der Tat in der Regel dort steuerpflichtig, wo du eben ansässig bist. Und weil man muss immer, jedes Land braucht für eine Besteuerung, für die beschränkte Steuerpflicht einen Anknüpfungspunkt. In Deutschland gibt es keinen Anknüpfungspunkt für Veräußerungsgewinne. Für Dividenden ist in Deutschland der Anknüpfungspunkt, dass diese Firma in Deutschland ist, dass diese Firma in den USA ist. Und dann haben die Quellensteuer, in Deutschland sind 25%, in den USA ja dann offensichtlich 30%. Und dann kann man diese Quellensteuer im zweiten Schritt immer über einen DBA reduzieren. Und da muss man halt ins DBA reinschauen, ob die dann auf 15, 10 oder wie auch immer reduziert wird, was es für Sondervorschriften gibt. Und in der EU ist es zum Beispiel so, dass unter gewissen Umständen, also du musst da aber wieder Beteiligungsschwellen erreichen, in der Regel sind so 10-15%, damit du dann eben weiter reduzieren kannst. Und in Deutschland, jetzt um deine letzte Frage noch zu beantworten, aber die ist jetzt sehr spezifisch, die betrifft eigentlich dann jede Länderkonstellation im Einzelnen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Länderkonstellation mit Deutschland hast, dann musst du Deutschland nachweisen, dass du nicht nur die Limited in Zypern hast, sondern auch dort als Privatperson ansässig bist. Nur wenn du diese Kombination erfüllen kannst, weil die dann sagen, wir schauen uns Verbindung, die Dividende geht an die GmbH. Wir schauen uns aber auch an, was wäre, wenn die Dividende an die Privatperson gehen würde. Würde die vom selben DBA profitieren dürfen? Würde die eine ähnliche Reduzierung kriegen? Das ist ein Treaty Override. Das liegt beim EuGH, aber aktuell ist es so, dass man nachweisen muss, dass man auch als Privatperson in Zypern ansässig wäre. Und ich würde vermuten, dass es in gerade so Ländern wie USA ähnliche Sachen gibt, dass die auch nur unter wirklich sehr restriktiven Umständen auf ihre Quellensteuerbesteuerung verzichten oder die entsprechend reduzieren. Okay, super. Vielen Dank für deine Antworten. Wirklich sehr erhellend. Gerne. Ja, ich denke auch nochmal. Und YPS, du hast dich gemeldet. Bitte. Warte, hört man mich jetzt? Ja. Ja. Sehr gut. Okay, servus. Also, ich bin da dann noch nicht so fit mit diesem Zoom, muss ich sagen. Servus. Also ich weiß auch gar nicht, warum ich hier Yps heiße. Ich bin der Alex, aber egal, irgendwie steht halt hier Yps drin. Ganz kurz mal, und zwar vielleicht mal meine Situation. Ich bin grundsätzlich bereit, definitiv das Land Deutschland zu verlassen, weil mir gefällt es da nicht mehr so richtig wirklich gut. So, und zwar Richtung Bulgarien.
Und jetzt ist es so, im Großen und Ganzen suche ich einen Steuerberater, der mich da vielleicht auch begleitet in diesen Schritten, insofern eventuell Mandatsthematik. Bei mir stellt sich, so wie ich das selber, sagen wir mal, durchgewurstelt habe, ist jetzt folgende Problematik, da ich Online-Beratung im Versicherungsbereich mache. Also ich habe in Deutschland Mandanten, bin da ziemlich spezialisiert auf ein paar Kernfelder halt. Und würde, wie gesagt, komplett wegziehen. Es ist auch ein Immobilienkauf in Bulgarien geplant. Also eine feste Adresse wäre da. Diese 180-Tage-Regel ist alles egal, weil ich bin dann weg, wenn ich weg bin. So. Allerdings habe ich einerseits das Thema, dass in Deutschland über diesen Paragraph 34d, weiß nicht, ob du den kennst, das ist wie C bei Immobilien, gibt es halt bei D diese Genehmigung, in Deutschland Versicherung zu beraten. Das ist aber Gewerberecht, richtig? Genau, das ist Gewerbeordnung oder sowas. Genau, Gewerbeordnung. Das heißt, einerseits hänge ich da irgendwie fest, dass ich hier in Deutschland rumwursteln kann, weil die Gesellschaften das anders gar nicht kennen. Die können mit einer bulgarischen Nummer nichts anfangen, kurzum. So, dann hatte ich gesagt, gut, da müsste ich wahrscheinlich irgendwo im Ernstfall eine Kapitalgesellschaft oder GmbH halt gründen, dann, dass diese GmbH umhängen. Aber andererseits habe ich irgendwie, ich glaube, Paragraph 3 und 6 Außensteuergesetz, ich bin ja nicht der Steuerberater, ich habe das nur mal so ein bisschen im Hinterkopf gehabt von einem Gespräch mal, dass diese wirtschaftlichen Interessen in Deutschland da sind und ich das dann irgendwie 10 Jahre noch festhängt. Das heißt, ich lebe zwar komplett in Bulgarien, arbeite, aber muss am Ende in Bulgarien 10% zahlen und in Deutschland die anderen 40 oder so ungefähr. Nein. Das ist die erweitert beschränkte Steuerpflicht. In Schritt 3 hatte ich das erläutert. Ja, du hast eine deutsche GmbH, wenn Bulgarien noch als Niedrigsteuerland gilt, was auch der Fall sein dürfte, ich glaube, die haben einen Flattax von 10%, dann bist du erweitert beschränkt steuerpflichtig. Aber wenn du eben eine Betriebsstätte für dein Unternehmen hast in Deutschland und in Bulgarien, je nachdem, dann bist du ja aus den betriebsstättenlosen Einkünften raus und dann greift die erweitert beschränkte Steuerpflicht nicht. Die erweitert beschränkte Steuerpflicht ist nicht irgendein überdachendes Thema, was einfach dann sagt, wir besteuern dich die nächsten 10 Jahre, als wärst du nicht weg. Das gibt es nur im Rahmen von einem Wegzug in die Schweiz und dann auch nur in bestimmten Themen, aber da gibt es diese sogenannte überdachende Besteuerung. Mit allen anderen Ländern nicht. Also die erweitert beschränkte Steuerpflicht ist super schwer zu verstehen, aber wenn man es mal verstanden hat, greift die vielleicht oft von den Tatbestandsvoraussetzungen, aber nicht von der Besteuerungswirkung. Also solange du eben saubere Betriebsstätten hast und keine betriebsstättenlosen Einkünfte hast, und die hättest du eben, weil du vielleicht als Beispiel eine deutsche GmbH hast, die Leistung erbringt, die gehört einer bulgarischen Kapitalgesellschaft, dann ist das alles sauber. Und dann kannst du halt in Deutschland die Einkünfte besteuern und die Dividenden ausschütten, steuerbegünstigt, eventuell noch Rechnungen von Bulgarien an die GmbH schicken. Also das ist ein Weg, den man als Versicherungsmakler gehen kann. Der wichtigste Punkt wäre halt, dass du einen Geschäftsführer in Deutschland hast, der deine Geschäfte führt. Das macht es oft dann schwierig, aber darüber könntest du deine Steuerlast sicherlich halbieren. Ich habe das Thema schon ein paar Mal mit Versicherungsmaklern und das ist in der Tat nicht so einfach. Und ich kann es nicht beraten, bin kein Anwalt. Aber das hat wahrscheinlich wieder keiner wirklich Ahnung. Also da kannst du 5 IHKs fragen, kriegst 5 Antworten. Ja, ich drehe mich seit 1,5 Jahren da schon so halb in der Stelle, aber ich kann jetzt auch nicht nebenberuflich Rechtsanwalt und Steuerberater auch noch werden. Ja, also das ist aber eher ein rechtliches Thema, was die Gewerbeordnung betrifft. Ich hatte mal einen Mandanten, der hat zu mir gesagt, er kann auswandern, er kann eine Firma in Zypern gründen. Das Einzige, was er braucht, ist, dass für diese Gewerbeordnung, dass er eben in Deutschland einen Kollegen hat, der auch Makler ist, der quasi die Empfangsbevollmacht für ihn übernimmt. Also dass quasi dort, wo der Makler sein Büro hat, die Empfangsvollmacht von dem Makler im Ausland ist. Das Risiko, das dann wieder da besteht, ist, dass das Finanzamt unterstellt, die Firma im Ausland hat bei diesem Makler eine Niederlassung oder sowas. Das besteht natürlich dann auch im Umkehrschluss wieder, aber es muss ja irgendwie gehen, zumindest in der EU. Wir haben Niederlassungsfreiheit. Das auch Tätigkeiten aus dem Ausland. Aber ich weiß, dass berufsrechtliche Einschränkungen bei Steuerberatern auch so teilweise noch sehr strikt sind. Vielleicht fällt es die nächsten Jahre. Vielleicht darf irgendwann der Pole auch in Deutschland ganz normal Steuerberatung erbringen. Aktuell dürfen sie es noch nicht. Okay. Die Frage wäre mal die, ich meine, diesen Kurs, ich zahle auch gern 400 Euro ohne diesen Kurs beispielsweise, weißt du? Mir geht es um Folgendes, ich habe jetzt auf der Reise halt teilweise auch schon Angebote gehabt, da heißt es dann ja, überweisen Sie mal 900 Euro für eine Erstbeschau und dann ist es wieder nicht, hat es wieder nicht funktioniert. Also ich würde wirklich jemandem gerne Geld zahlen, der sagt, okay,
das kriegen wir gerockt, das Thema, unter Umständen vielleicht mit einem Anwalt im Schlepptau oder wie auch immer, dass man sich da mal abstimmt, dass man ein Projekt draus macht und dass wir alle Spaß dran haben. So einfach ist es. Weil immer so mit Halbseilen irgendwas rummachen, bringen wir auch nicht weiter. Ja, 1,5 Jahre ist schon eine ganze Zeit. Ich habe eigentlich extra die Schnauze voll in wunderschönen Country Deutschland. Ja, steuerlich ist das alles, also steuerlich kann ich das alles begleiten. Steuerlich ist es auch alles weniger das Problem. Im ersten Schritt musst du. Ja. Und da kann dir kein Steuerberater helfen. Ich weiß nicht, ob dir ein Anwalt helfen kann. Irgendwie mit der EAK, mit der Gewerbeordnung, mit den Berufsständen, die da bei euch zuständig sind. Mit denen musst du klären, was sind die Voraussetzungen, damit du mit einer Firma im EU-Ausland deine Leistungen in Deutschland erbringen darfst. Wenn du die Lösung hast, dann kann man das steuerlich umsetzen. Aber solange das, und da, ich kenne niemanden, der da bisher gesagt hat, so genau funktioniert. Ich weiß aber, dass es was funktionieren kann, ist, aber vermutlich solltest du da dann dich mit einem anderen Makler in Deutschland zusammenschließen, eine GmbH in Deutschland zu haben. Der andere Makler führt diese GmbH in Deutschland. Du bist 50% beteiligt, bist wiederum im Ausland, hast dort vielleicht eine eigene Firma. Diese Firma, wenn die das darf, hält die an die Anteile an der deutschen GmbH. Dadurch kannst du die Dividendenbesteuerung reduzieren und gleichzeitig kannst du von dieser Firma im Ausland an die deutsche GmbH auch Leistungen erbringen, die aber jetzt nicht unter das Maklerrecht fallen, aber halt irgendwelche Backoffice-administrativen Managementleistungen. Und darüber kann man dann quasi Dividenden und eine gewisse Grundvergütung ins Ausland ziehen. Natürlich ist das Steuersparpotenzial dann eingeschränkt, weil nicht alles aus Deutschland rauskriegst. Aber wie gesagt, die Steuerlast um 50% reduzieren geht darüber, ist auch wieder teuer. Also du hast da dann zwei Firmen, du brauchst einen Geschäftsführer in Deutschland, vielleicht sogar einen Mitgesellschafter, ist nicht so einfach. Deshalb ja, genau. Das ist der Punkt. Also ich hatte in meinem ersten Leben meine größere Unternehmerberatung im Finanzbereich aufgenommen mit meinem Partner, 80 Angestellte, 150 Berater, war alles super, Riesenrad gedreht, deswegen bin ich trotzdem noch nicht durch, leider Gottes, weil viele andere Sachen immer dazwischen kommen. Und ich bin jetzt eine One-Man-Show. Das heißt also unterm Strich muss ich mich entscheiden zwischen partieller Arbeitsverweigerung, weil ich keinen Bock mehr habe, ich sage es auf gut Deutsch, die ganzen Harzer und was ich was für Volk da noch mitzufinanzieren. Oder eben, ich gebe wieder Gas, habe wieder ein bisschen Spaß, skalieren kann ich mein Business nicht mehr sinnvoll aufgrund der gestiegenen Steuerhaftungszeiten. So bin ich eigentlich auf die Überlegung gekommen, dass die Ausgabenseite zum Beispiel die Steuern dort halt eventuell eine Relevanz hätten. Tja, ich möchte jetzt den Rahmen auch nicht sprengen, weil das schon sehr, sehr speziell jetzt mal ist. Mir ging es nur mal darum, macht es einen Sinn, dass wir uns vielleicht mal irgendeinen Termin mal ausmachen, dann letztendlich, oder macht es Sinn, dass ich diesen Kurs buche, aber der Kurs ist es wahrscheinlich dann eben nicht, weil da steht ja auch nichts von 34D und so drin. Ja, aber das kann ich dir, da bin ich auch ehrlich, also wir können gerne einen Termin machen, aber den 34D kann ich dir auch nicht erklären, das hat nichts mit Steuern zu tun, das musst du also im ersten Schritt klären. Ich bin schon so weit mit dieser IHK-Thematik. Also es ist so, diese ganze 34D-Geschichte geht auf irgendeine europäische Richtlinie zurück und jedes Land, auch Bulgarien, hat sozusagen dann ihren, der nennt sich dann halt nicht 34D, sondern 35D. Alex, kann ich dich mal hier ganz kurz unterbrechen? Ja. Es wäre mega schön, wenn ihr das vielleicht außerhalb von diesem Vortrag hier macht, von diesem Workshop, weil das geht jetzt extrem in die Tiefe rein und ich würde hier lieber mehr an der Oberfläche bleiben. Ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was du hast, was für eine 1-zu-1-Beratung total sinnvoll ist. Ich weiß, du hast das jetzt schon ein paar Tage gemacht. Ich hatte jetzt auch einen guten Eindruck. Also insofern danke für eure Aktion hier überhaupt auch. Ich habe von dem Michael schon einiges so mal gehört, aber so war das jetzt schon mal nochmal ein unter anderer Punkt. Also wenn, dann eher, glaube ich. Sehr schön. Gut. Das passt. Wunderbar, aber vielen Dank für deine Frage auf jeden Fall. Und ich würde ganz gern tatsächlich nochmal, Michael, wenn du noch ein bisschen Lust hast, nochmal mehr ins Allgemeinere reingehen, und zwar in eine Verständnisfrage. Die Christina fragt, müssen bei Auswanderung auch Verträge wie zum Beispiel Banken oder Versicherungen etc. gekündigt werden? Das ist eine sehr gute Frage. hängt so ein bisschen an den AGBs ab. Gehen wir mal durch. Ich würde es mal ganz klar trennen zwischen Bank und Versicherung. Bei Banken ist meine Empfehlung immer, solange du noch in Deutschland bist, eröffne noch ein paar. Geh zu Commerzbank, DKB, ING, DiBa, all diese Online-Banken, damit du Optionen hast. Weil was kann passieren? In der Regel steht bei den Banken in den AGBs drin, wir wollen nur Wohnsitz Deutschland, weil sonst wird es uns zu kompliziert. Es gibt einzelne Banken, die machen zumindest einen Umzug in der EU mit. Wenn du sagst, ich gehe nach Panama, dann akzeptieren sie es vielleicht sogar. Und man kann aber nach 2 Jahren unerhofft die Kündigung reinflattern. Sobald du dann im Ausland bist, schau, dass du da auch nochmal 1-2 Backup-Lösungen hast, dass du quasi eine Bank im Ausland eröffnest, die funktioniert.
funktioniert halt in der Regel nur, die Bank zu eröffnen, wenn du halt einen festen Wohnsitz hast mit Verbrauchsrechnung. Deshalb lieber noch ein paar mehr in Deutschland eröffnen. Was passiert im Worst Case? Eine Bank bekommt mit, und das kriegen sie in der Regel nach ein paar Jahren mit, weil du meldest dich in Deutschland ab. Die Information geht ans BZST, die wird hinter deiner Steuernummer, deiner Steuer-ID hinterlegt, und die Banken tauschen diese Informationen in der Regel so einmal im Jahr aus. Also irgendwann kriegen die Information, dass du nicht mehr unbeschränkt steuerpflichtig bist. Und dann kündigen sie dir. Aber bei einer Bank passiert da nichts. Dann sagen sie, ja, in 2 Wochen ist dein Konto dicht, hol dein Geld. Dann nimmst du dein Geld, transferierst zu einer anderen deutschen Bank oder eine Option im Ausland. Bei Depots ist es natürlich schon ein bisschen schwieriger, weil das muss dann mitunter dazu führen, dass du halt deine Aktien, deine ETFs und so weiter veräußern musst. Aber wenn du das eben so machst, dass du denen mitteilst, ja, mein steuerlicher Wohnsitz ist nicht mehr in Deutschland, ist es auch nicht in Deutschland zu versteuern. Innerhalb der EU kann man mitunter auch Depots verlagern, also dass du quasi ein Depot im Ausland aufmachst und verlagerst. Auch da gilt aber im Grunde das Gleiche wie bei einer Bank. Für die Vergangenheit kann nicht groß schlimm was passieren. Sobald du der Bank mitteilst, dass dein Wohnsitz im Ausland ist, besteht das Risiko, dass sie dir kündigen. Deshalb erstmal unverbindlich anfragen, was passiert, wenn ich mein Wohnsitz zum Zeitpunkt Y nach Land Z verlagere, und dann eben nach Backup-Lösungen im Ausland schauen, die eben Bestand haben. Und Versicherung ist ein viel kritischeres Thema, weil gesetzliche Krankenversicherung kannst du in der Regel nicht behalten ohne wohnsitzgewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland. Private Krankenversicherung kannst du mitunter behalten, wenn die so einen weltweiten Versicherungsschutz haben, zumindest für eine gewisse Zeit. Haftpflichtversicherung kannst du in der Regel auch für eine gewisse Zeit behalten, ist total unterschiedlich, manche länger, manche kürzer. Risikoversicherungen wie Berufsunfähigkeitsversicherung oder Risikolebensversicherung in der Regel kannst du eventuell sogar behalten, außer die haben ein Problem damit, weil da hängt dann die Versicherungssteuer dran bei Versicherungen, die müssen eigentlich dort abgeführt werden, wo der Wohnsitz ist, muss man immer ein bisschen schauen. Was ist aber das Problem bei Versicherungen? Im very worst case sagen die dir, nach 5 Jahren, du zerdepperst eine Scheibe und willst einen Haftpflichtschaden geltend machen, zahlst 5 Jahre lang brav deine Beiträge, die kriegen mit, oh, sie sind ja gar nicht mehr in Deutschland, in unseren AGBs steht, damit verfällt der Versicherungsschutz. Wir behalten die Beiträge für die letzten 5 Jahre, aber wir leisten auch keinen Versicherungsschutz. Und dann macht die Versicherung keinen Sinn. Also Bankdepot, Backup-Lösung im Ausland bilden, aber Versicherung sollte man sich schon genau anschauen, wie der Versicherungsschutz ist, wenn man im Ausland ist, weil das wäre halt sehr bescheiden, wenn man denkt, man hat einen Versicherungsschutz, man zahlt da brav und die sagt einem dann hinten raus, ja, wir leisten jetzt gar nicht. Also hängt so ein bisschen davon ab. Am besten auch hier unverbindlich mit dem Versicherungsmakler oder mit der Versicherung sprechen. Was wäre, wenn ich zum Zeitpunkt Y meinen Wohnsitz nach Land Z verlagere? Gut. Sehr schön. Also übrigens, sorry, dass ich ab und zu mal die Kamera ausmache, weil da hat jemand geschrieben, dass es ruckelt, wenn meine Kamera an ist. Deswegen habe ich sie jetzt ab und zu mal aus. Es gab noch eine Frage, die fand ich auch noch spannend, nämlich zu dem Thema hier, von Matthias. Die neue EU-Digitalsteuer wird doch gerade die EU-Niedrigsteuerländer treffen, weil gerade dort die Digitalunternehmen sitzen. Ja, das ist richtig. Also das ist ja auch auf OECD-Ebene ein Bestreben, dass man da was macht. Und das stimmt ja auch irgendwie, wieso soll Apple nur in Irland Steuern zahlen, obwohl der große Umsatz in Frankreich und Deutschland erzielt wird, bis das kommt. Das wird echt noch lange dauern. Und wie dann? Und die Grundlage muss sein, dass der Betriebsstättenbegriff geändert wird. Und da steht halt echt groß im Raum, wie wird der geändert? Und wenn die das schlecht machen, dann wird es richtig scheiße. Weil dann hängt man da auch als kleines Unternehmen halt mitunter mit drin. Und ist auf einmal, nur weil ich eine Affiliate-Seite in Frankreich, Deutschland, Schweden und Österreich habe, soll ich auf einmal in 4 Ländern steuerliche Deklarationspflichten für 5.000 Euro im Jahr erfüllen oder sowas. Also ich nehme da noch nicht so viel vorweg. Ich glaube, das dauert mindestens 5, eher 10 Jahre, bis das wirklich geändert wird, weil da ganz, ganz viel geändert werden muss. Da muss im OECD-Musterabkommen oder auf EU-Ebene erstmal Grundlagen geändert werden. Die müssen in Völkerrecht übertragen werden. Die müssen in nationales Recht gehen. Das dauert echt lange. Und die wissen immer noch, die haben sich auf politischer Ebene noch immer nicht geeinigt, wie das mal sein soll. Aber wenn sowas kommt, wird es die Welt drehen. Aber ich schätze nicht vor 5 bis 10 Jahren. Ja, danke für deine Einschätzung dafür. Und ich würde vorschlagen, also ich glaube, wir könnten jetzt noch mindestens 5 Stunden weiter diskutieren, aber wir sind jetzt bei der Grenze von 2 Stunden schon angekommen fast. Von daher würde ich sagen, erstmal vielen herzlichen Dank, Michael, für alle, die da jetzt noch tiefer eintauchen wollen in dieses Thema. Schaut euch bitte den Kurs an von Michael. Ich denke mal, dass der wirklich richtig tief, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was zu dem Kurs sagen. Was erwartet einen da?
Genau, also in dem Kurs gehen wir im Grunde alles, was wir jetzt hier auch besprochen haben. Wir gehen in die 7 Schritte rein. Es ist natürlich erstmal ein Selbstlernkurs, also man holt sich da die Basics, was ist Voraussetzung, um eben keine Steuern mehr zu zahlen in Deutschland. Damit versteht man auch mal die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Was hat es denn jetzt auf sich? Es gibt im Grunde nur 3 Einkunftsarten, die daran, wenn die greift, drunter fallen würden. Und alle 3 Einkunftsarten kann man über die richtige Gestaltung vermeiden, damit eben diese erweitert beschränkte Steuerpflicht nicht in Deutschland greift. Man lernt, wenn ich jetzt mein Unternehmen ins Ausland verlagern will, was muss ich beachten? Fällt da jetzt eventuell eine Wegzugssteuer an? Und vor allem halt auch das Thema Setup im Ausland. Schauen wir uns an, was ist da zu beachten? Was muss man da quasi jetzt darauf achten, was wir jetzt auch besprochen haben? Auch diese Folien über diese verschiedenen Länderoptionen, die natürlich erstmal nur einen Überblick geben, aber ich glaube, ganz gut als Einstieg eignen, dass man sagt, okay, die 3 Länder schaue ich mir jetzt mal genauer an und versuche mal im Internet was zu finden und dann halt mal jeweils in den Ländern auch vielleicht mal mit einem Steuerberater dort zu telefonieren. Genau, also diese Themen werden da alle abgebildet und ist einfach ein sehr guter Einstieg, um zu sagen, macht dieses Thema Auswanderung als Unternehmer für mich Sinn? Was muss ich alles beachten? Bankkonten und so Sachen gehen wir auch so ein bisschen mit drauf ein. Genau. Ja, also was ich vielleicht noch aus meiner Erfahrung sagen kann, ich bin ja auch schon, das ist jetzt schon über 3 Jahre her, dass ich ausgewandert bin. Das ist wie mit jedem anderen Thema auch. Wenn du irgendwo anfängst, reinzutauchen, dann ist das erstmal, das klingt alles unfassbar komplex, unfassbar kompliziert und so weiter. Und mit der Zeit, also wenn man dann sich erstmal so die Grundlage gelegt hat, also wenn man zum Beispiel heute in dem Workshop dabei war, sich vielleicht mal diesen Kurs angesehen hat, vielleicht mal mit dem einen oder anderen gesprochen hat, der schon ausgewandert ist oder der drüber nachdenkt, auszuwandern. Vielleicht dann auch mal ein Beratungsgespräch bei einem, ich sage jetzt mal Auswanderungssteuerberater, wie zum Beispiel bei dir oder vielleicht auch direkt in dem Land vor Ort, wenn man da jemanden kennt, dann kommt man so Schritt für Schritt in das Verständnis. Und erst mit diesem Verständnis bekommst du auch diese Sicherheit, dass du eben oder was überhaupt möglich ist und wie das überhaupt möglich ist. Und ich muss sagen, das Thema ist riesig, es ist komplex, die Welt ist groß. Und ich bin bei Weitem noch nicht so tief drin, dass ich hier irgendwie auch nur ansatzweise alles verstehe. Aber zumindest bin ich so tief drin, dass ich mich getraut habe, auszuwandern. Und ich glaube, genau darum geht es, dass man sich einmal einen Überblick verschafft. Das könnt ihr hier, das könnt ihr in dem Kurs machen bei Michael. Und dass ihr dann nach und nach eben über diese Erfahrung, die ihr sammelt, Sicherheit generiert. In diesem Sinne würde ich sagen, Michael, die abschließenden Worte gehören natürlich dir. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich an allen, die dabei waren, an die unfassbar vielen Fragen. Und ja, für die, die jetzt schon so ein bisschen im Bauch dieses Gefühl haben, na, das könnte was für mich sein, denen wünsche ich viel Erfolg auf dem Weg, vielleicht zur Auswanderung. In diesem Sinne, ciao und ich übergebe nochmal an dich. Genau, ich bedanke mich auch für alle, die noch da sind, für alle, die so viel Zeit an einem Samstagvormittag investiert haben. Und ja, ich bin da komplett bei dir. Also es betrifft ja alle Bereiche, nicht nur das Auswandern. Einfach anfangen und umsetzen und sich die ersten Basic-Informationen holen und dann sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema ETS, mit Krypto oder Auswanderung, Unternehmenssteuern. Gibt ja viele Anknüpfungspunkte, wo man eben dran arbeiten kann, um sein Vermögen aufzubauen. Und allein, dass ihr schon samstags hier seid, bedeutet ja schon, dass ihr eigentlich auf dem richtigen Weg seid und damit weiter seid als 95% der anderen, die eben einfach nichts machen. Und das ist sicherlich der falsche Weg. Irgendwas wirklich in die Umsetzung kommen, sich Informationen holen. Eben. Und man kann halt, natürlich geht es auch in meinem Kurs, ist natürlich eine Abkürzung, aber die Informationen gibt es auch zum Großteil natürlich irgendwo, also man kann auch Gesetze und Kommentare dazu wälzen, was ich ja tagtäglich mache. Genau, also ansonsten wünsche ich noch eine wunderschöne Geldhelden-Week und ja, vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen mal in einem anderen Kanal. Ich habe auch eine Facebook-Gruppe, da kann man mir gerne auch jetzt im Nachgang noch mal ein paar Fragen schicken, die heißt rechtssicher auswandern. Ansonsten besten Dank, dass ich da sein durfte. Macht's gut. Vielen, vielen Dank. Ciao.